TV Straßensound. Ah, was ich sagen wollte, krass, ganz kurz. Weißt du, wie lange wir letztes Mal im Studio waren, ganz kurz? Als wir in Berlin waren? Wie lang? 38 Stunden. Insgesamt? Du und ich, wir waren 38, also du auch, wir waren 38 Stunden im Studio. Jungs, der Podcast läuft schon, ne? Darf das mit rein? Ja, natürlich. 38, ja, 38 Stunden? Ja, Mann. 38 was eine Einleitung, Alter. Bruder, krass, ne? Kranke Scheiße. Das ist auch krass, Mann. Das ist Psycho. Aber wir dürfen euch darüber reden. Krass. Warte mal ganz kurz. So, ihr hört mich alle, ne? Könnt mich alle hören? Also, ihr habt ja, was eine beschissene Frage, ihr habt gar keine Kopfhörer. Ja, was ich gerade einfach mal voll verpeilt. Ich sag so, hört ihr mich? Ihr sitzt ja, 30 cm weg, natürlich hört ihr mich alle. Keine Sorgen. Geil, alle, okay. Ja, Jungs, herzlich willkommen. Cool, dass wir da sein können. Was geht ab? Wie geht's? Ich wollte gerade sagen, lange nicht mehr gesehen, aber tatsächlich noch nie gesehen. Krass. Telefoniert, geschrieben. Genau. Zweimal schon gesehen und Interviews geführt und so. Aber noch nie in, sowieso euch alle an einen Tisch zu kriegen, scheint ja unmöglich zu sein. Irgendwie, ne? Zurzeit. Warum auch immer, ne? Schicksal, Fügung, Gott, keine Ahnung. Aber was geht? Wie geht's euch? Fangen wir mal bei dir an, Brudi. Bruder, mir geht's sehr gut. Und mittlerweile klappt das ja, dass man uns auch manchmal alle auf einen Haufen trifft, ne? Gott sei Dank. Alles gut. Und bei dir? Ehrlich gesagt, war ich ein bisschen aufgeregt, euch zu treffen. Ehrlich, ja? Warum das denn? Ja, weil, dir habe ich schon gesagt. Mhm. Ich habe dir das erste Mal geschrieben, vor 3,5 Jahren haben wir gerade herausgefunden. Ach, so lange? Da habe ich gerade mit der Musik angefangen. Oh shit. Ja, ich habe, vielleicht war es eine der ersten Tracks, ich weiß es nicht. Habe ich gehört, habe ich direkt gefühlt, habe gesagt, boah, krass, der Typ hat was drauf. Und da habe ich dir halt über Instagram geschrieben. Mhm. Da hast du mir noch zurück geantwortet und du hast gerade gesagt, du warst da auf deiner Flucht, weißt du, wie ich meine? Und das hat mir schon so, das hat mich schon geflasht, muss ich sagen. Ne? Und heute zu erfahren, dass ihr hierher kommt, beziehungsweise schon im Laufe der letzten Tage. So, fand ich cool. Voller Vorfreude habe ich euch erwartet so. G hat ja abgesagt, ne? Nee, was heißt abgesagt? Er ist verhindert. Der also ist verhindert. Er verspätet sich. Ach, kommt er noch oder was? Ja, also kommt er nach Berlin? Der kommt nach Berlin. Aber, halt aber nicht, in, ja, genau. Nicht in dem Podcast. Genau. Vielleicht beim nächsten Mal. 100%. Ja, auch dementsprechend geht es mir gut und ich bin happy, dass ihr hier seid so. Und ja, Wintereinbruch, Alter. Was soll ich euch sagen? Ganz ehrlich, ich bin immer so kurz davor, in die Depri-Phase zu kommen. Weil, keine Ahnung, ich gucke aus dem Wetter, es ist dunkel, es ist bewölkt, es pisst wie Sau und ich krieg meine Abwachs. Wie ist es mit dir, Brudi? Kommst du klar, oder? Ja, alles gut. Man gewöhnt sich daran. Ja. Wenn man in Deutschland lebt, wie viele Winter haben wir hinter uns? Schwöre, Bruder. Winter ist die beste Zeit für Knackis. Hm? Nein. Da geht die Zeit am besten um. Wohl doch, hast du recht. Warum? Knast geht die Zeit am besten um. Der Tag ist schnell vorbei, es wird schnell dunkel, geht schnell schlafen. Du weißt, ein draußen geht auch nicht die Post ab, die sind auch nicht am Bruder, genießen. Aber Silvester, diese Dings, Bruder. Das sind einzelne Tage, aber ja, als Zeit betrachtet, ist ein Tag schneller vorbei. Ja, das Winterzeit ist die beste Sommer Zeit, um abzumachen. Man kann Milch draußen auf Ding stellen, ja, ja. Am Fenster. Du kannst Hähnchen kaufen, kannst kein Problem. Fensterbank lassen, ich schwöre es dir. Ja, also du bist ja leider genau der Richtige, um über Knast sprechen zu können. Ich sage ja, leider, weil ich würde es natürlich niemandem wünschen, darüber sprechen zu können, aber unterm Strich, wie lange bist du jetzt ganz raus, dass du, oder wie ist gerade der Status so? Bruder, ich bin komplett raus. Ja. Seit jetzt einem Jahr. Seit einem Jahr und einem Monat bin ich jetzt komplett raus. Ja. Wie ist das Leben? Gut, Bruder, ich kann mich nicht beschweren, aber ich muss auch ehrlich sagen, die Zeit davor, ich war ja die letzten anderthalb Jahre im offenen Vollzug. Das ist ja auch alles ein bisschen lockerer und da konnte ich auch raus zwischenzeitlich. Dann kam halt Corona, war eine scheiß Zeit, weil da haben die das wie geschlossene so gehandelt, also wie geschlossene Knast. Das heißt, da kommt man nicht raus, aber ich habe draußen gearbeitet, Homeoffice, als Immobilienmakler. Hm. Ach was, echt, ja? Nein, aber es sah so aus auf jeden Fall. Okay. Ja, deswegen war alles cool. So, es hat jetzt gerade nicht viel geändert, außer dass wir Gott sei Dank jetzt alle zusammen sein können und dementsprechend auch mehr Musik machen auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich auch mehr oder weniger das, was euch verbinden soll, ne? Oder verbindet sogar. Trotzdem herzlichen Glückwunsch nochmal, dass diese ganze Zeit rum ist. Oder? Ne? Herzlichen Glückwunsch. Wird ja auch mal Zeit, alle. Ne? So. Ich meine, so. Wie ist mit dir, Brudi? Knast? Boah, Knast habe ich hinter mir gelassen, ich sag dir ehrlich. Erzähl, wie war's? Wie Knast war? Na, wie dein Leben ist, Bruder. Ach so, Bruder, mein Leben ist... Erzähl mir was vom Leben, Bruder. Boah, da musst du ein bisschen spezifischer fragen, weißt du? Also das Leben ist gut zurzeit. Wie ging es dir denn? Wir machen gerade Musik, ja. Viel im Studio. Wir lassen uns nicht ablenken. So. Wie ging es dir denn, als er im Knast war? Warum lachst du? Das ist dann witzig. Es hört sich sehr ekelhaft an, aber es war nichts Neues, weißt du? Da habe ich schon seit Jahren
ja, es leider Gottes. Sag jetzt ist nicht, das du so. Hast dich dran gewöhnt. Ja, dran ist so. Gewöhnt, ist so. Echt? Weil es war immer, also damals, so, bei uns war das immer so eine Sache von, heute ist der weg, morgen bin ich weg, übermorgen ist der andere weg. Und das ging schon so seit 10 Jahren, so, weißt du? Und deshalb hat es mich jetzt nicht so getroffen, weil ich weiß, der handelt seine Sachen, ne? Auch im Knast, aber natürlich ekelhaft, ne? Das heißt, so das Grundvertrauen war da, dass der schon, natürlich, dass der sein Ding macht, so? Natürlich. Wir haben ja alle schon Knast sehr früh erfahren. Das heißt, wir wussten, wie das abgeht da drin. Hatten auch Leute da drin. Und deshalb alles cool. Ja. Du hast gerade so reagiert, was lachst du so, ne? Nein, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich kann das nur so unterschreiben. Aber ich hatte gerade so einen Backflash ganz kurz. Es gab eine Zeit, ich war in Düsseldorf im Flashback. Knast. Flashback? Ja, Mann. Flashback, was ist das? Backflash? Ja, Flashback, okay, egal. Okay. Wir wissen, was du meinst. Ja, okay, warum schießt du jetzt gegen mich? Alles gut, sorry. Wir hatten doch eben ein Gespräch. Alles gut, sorry. Kannst dich jeden Tag gegen mich schießen, Mann. Auf jeden Fall, ich hatte gerade irgendwie Flashback. Flashback, ne? Und es gab eine Zeit, der Des hat recht, Bruder. Es gab eine Zeit, egal wo du in den Knast gekommen bist, so hier in NRW, das war ein Anruf. Und du, das, also du rufst im Knast jemand an und sagst, ey, der und der von uns kommt, kümmere dich um den. Ich habe gerade so Revue passieren lassen. Ich bin einmal nach Düsseldorf gekommen, Bruder. Ich schwöre es dir, ich bin in die Hölle gekommen. Das war noch diese ganze Clubzeiten so. Da waren nur Leute aus anderen Truppen und einfach keiner aus meiner Umgebung. So, deswegen, ich muss kurz darüber nachdenken. Doch einer. Wer? Walid. Ja, aber Walid kannten wir auch so. Mir hat Walid keiner vorgestellt oder jemand angerufen. Ich hab ihn ja da selber kennengelernt. Also, da hat okay. Er gesagt, ey, kennst du nicht das und Make und so. Okay. Ja. Wie, also, guck mal, ich kann davon überhaupt nichts erzählen, weil weder Gott war sei ich, Dank. Ja, Gott sei Dank, weder war ich im Knast noch, ne, ich glaube, unsere Welten unterscheiden sich da, dass du sagst, ein bisschen Gewohnheit und ich so voll der Flash, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber wie ist das Gefühl, wenn man weiß, man muss jetzt einwandern? Du bist geflohen, von dir weiß man das. Was sagst du? Aber wie ist das Gefühl? Klärt uns mal ein bisschen auf. Kannst du gehen? Bruder, ich sag dir ehrlich, bei mir war sowieso so ein Fall, ich habe immer so lange weitergemacht, bis irgendwann dieser Brief kam, weißt du, was ich meine? Bis der Brief kam, ja, so, Stellungsbefehl, und dann realisiert man erst, okay, das ist jetzt diese, du musst rein, weißt du, was ich meine? Obwohl, du weißt schon, du hast so viele Sachen gemacht, du wirst sowieso reingehen, aber ab diesem Moment ist diese, okay, das ist jetzt safe, du musst rein. Und bei mir zum Beispiel, meine Flucht war jetzt nicht so lange wie nur seine Flucht, die war sehr, sehr lang, weißt du? So, aber bei mir war halt sehr intensiv, weil ja, das direkt halt zu meiner Familie natürlich gegangen ist. Und ich dann von da an auch meine Eltern direkt gesagt haben, okay, bleib erstmal bei deiner Tante und so. Meine Tante hat ein bisschen woanders gewohnt. Aber mein Cousin war gleichzeitig auch auf Haftbefehl. Scheiße, Alter. Das heißt, irgendwann sind die Bullen dahin gekommen, weißt du, was ich meine? Und ja, Mann, das heißt, die haben mich dann da in der Hut so festgenommen. Aber ich sag dir ehrlich, ich war auch irgendwann erleichtert, so, wo die mich dann auch gepackt haben. Weißt du, was ich meine? Komischerweise höre ich das voll oft, ne? Dass die Leute sagen, wer hat das gerappt letztens? Ich glaube, der, ich weiß nicht mehr genau, der irgend so eine Line, in der U-Haft habe ich mich das erste Mal frei gefühlt. Irgendwie so war die Line. Ein auf so, ich habe mich frei gefühlt, als ich geschnappt wurde. Also bei mir ist es nicht die U-Haft, sondern nach Verurteilung. Weil ab da kannst du zählen. Ab da kannst du rechnen und weißt du, wann du rauskommst, ungefähr dies, das, zwei Drittel, Halbstrafe. Wahrscheinlich nicht, aber zwei Drittel. Ja, aber dieses Gefühl, ich glaube, du kennst dieses Gefühl gar nicht. Du musst ja noch nicht stellen. Du wurdest gepackt und bist nicht mehr aus U-Haft rausgekommen, oder? Ja, aber ich rede jetzt von Freiheit. Das Gefühl von Freiheit. Weißt du, man ist jetzt in U-Haft, man weiß gar nicht, was dich erwartet. Sei es 5 Jahre. Der eine, du redest mit einem Kollegen, der sagt dir, Bruder, bei mir 8 Jahre bekommen. Weißt du, man weiß gar nicht, was auf dich zukommt. Ja, auf einmal kriegst du deine, keine Ahnung, 5 Jahre. Aber dann weißt du wenigstens, ich habe 5 Jahre. Weißt du? Und ab dem Zeitpunkt kannst du dein Leben weiterführen. Ja, aber dann kommst du auch wieder in irgendwann einen Rhythmus von Ungewissheit. Ungewissheit sowieso das Schlimmste. Ist immer da, Bruder. Ja, da hast du Ungewissheit, wie viel bekomme ich. Und dann, wenn du diese 5 Jahre bekommst, kommst du an den Punkt, habe ich die Möglichkeit, vorzeitig entlassen zu werden. Ey, bald ist mal vorzeitige Entlassung, ich muss Gericht anschreiben durch Sozialarbeiter und dies, das, komme ich raus, komme ich nicht raus. Und bei dir war ja auch noch mal ein Film mit dieses, bleib ich im Land oder werde ich abgeschoben. Du wurdest ja nach Deutschland noch abgeschoben. Genau. Wenn man das abgeschoben nennen kann.
Also ich finde das so ein Luxusproblem. Warum? Hayat nach Deutschland abgeschoben zu werden? Ach so, ja. Ach so meinst du? Es soll Schlimmeres geben, meinst du? Leute werden rausgelassen aus Flugzeug und die rum ist Sand. So. Ja, auf jeden Fall. Das sind diese harten Abschiebe. Algerische Wüsten und so ein Scheiß. Ja, stimmt schon. Ja. Bei dir ist ja, hat die Story ja, geht ja bis nach England sogar, ne? Genau. Wenn ich mich so in euch hineinversetze, so, ich meine, ihr wart alle keine Kinder von Traurigkeit, aber fällt irgendwann die Fassade, wenn man weiß, okay, man muss jetzt, wie du sagst, zum Beispiel 5 Jahre rein, ist man dann mit sich einfach, also kommt man mit sich selber klar oder wart ihr dann die Männer, die ihr wart, wurde die dann irgendwie gebrochen, habt ihr psychische Knacks bekommen, ne, Haftschaden etc.? Also Haftschaden hat auf jeden Fall, also die Jungs haben auf jeden Fall einen Haftschaden. Hm. Ne? Wer? Du safe? Nu? Was für safe, Haftschaden? Oder? Haftschaden, Bruder. Okay, ich sag dir ganz ehrlich, jeder von uns hat irgendwo einen Knacks. Nein, guck mal, wenn, dann greif jetzt offiziell in der Öffentlichkeit safe an. Was habe ich für einen Haftschaden? Ich will wissen. Oder soll ich das jetzt hier sagen? Oder? Sag mir ein. Nein, sag ich nicht. Okay. Aber ich sag dir ganz ehrlich, jeder von uns hat irgendwo einen Knacks. Ne? Mhm. Aber wir haben auch viel Scheiße gebaut am Ende des Tages und haben auch sind dafür gerade gestanden. So, das heißt, gebrochen, nein. Aber natürlich, die Familie ist draußen. Geschwister, Freunde, man vermisst die Freiheit, weißt du? Aber gebrochen nicht, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Ne? Oder? Ja, ich sehe das auch so. Ich hatte einen Moment in meinem Leben vor Gericht, wo ich so ein Dings bekommen habe. So eine Ohrfeige, wo ich gedacht habe, boah, das ist so außergewöhnlich. Das war, wo ich mit Sid, also mit meinem Bruder vor Gericht war. Der hat 10 Jahre Kelle bekommen. Das war schon dieses, wo der Staatsanwalt gefordert hat, 12,9. Der war heavy. Da war schon dieses Gänsehaut-Moment, von was für Zahlen reden die da gerade. Es gibt Leute, die schießen ganze Magazine auf jemanden leer, die bekommen ihre 6, 7 Jahre. Weißt du? Und der Junge, die fordern da 12,9, für mich auch 11,9 oder so gefordert. Oder ich glaube sogar umgekehrt. Ich habe dann Freispruch bekommen. Mein Bruder hat dann insgesamt mit Widerruf und so 10 Jahre bekommen. Boah. Das war auf jeden Fall so. Also wenn ich dann an meinen Bruder gedacht habe, auch in der Zelle, das war so ein Ohnmachtgefühl, dieses, boah, wie willst du dem Jungen helfen? So, das ist gerade gefickt, auf gut Deutsch gesagt, weißt du? Mhm. Ja, aber so an sich denke ich nicht, dass mich was gebrochen hat. Haftschaden, ich kenne einen Haftschaden von mir, den ich mal hatte. Ich habe richtige, einen habe ich immer noch, aber sag mal bitte. Ich konnte, wenn ich geschlafen habe, konnte ich nur Richtung Wandseite schlafen, weil im Knast war in der anderen Richtung dann mein Dings, mein Fernseher. Und ich habe mich immer an etwas festgehalten. Ich weiß nicht warum, ich musste mich immer an irgendwas festhalten, so am Bettdecke. Ich bin auch so wirklich eingeschlafen. Manchmal habe ich dann gemerkt, boah, du bist voll angespannt. Dann habe ich losgelassen. Das hat ich bestimmt so 2 Jahre gezogen, bis das weg war. Du hast dich beim Schlafen irgendwie an der Decke oder so festgehalten. So, richtig, ja. Gegriffen? Ja, so, ich habe die Decke in meiner Hand, dann merke ich, was machst du da so. Habe ich losgelassen, weißt du, was ich meine? Was ist das denn? Ja. Diese Schuhe. klingt nach einem wütenden Einschlafen so irgendwie. Nee, so, ne? Bruder, ich weiß nicht, ob ich so. Oder vielleicht auch Angst loszulassen oder so, weiß nicht. Alter. Ich habe selber keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal zum Therapeut deswegen gehen. Warum lachst du? Das ist nichts Argument, wenn man vor Gericht sitzt. Nichts Argument, sag mal, Therapie zu kriegen. Aber ich denke, zum Beispiel bei mir, das ist ja auch Gewohnheit irgendwann, weißt du? Bei mir war dieses, wo ich rausgekommen bin, erste Zeit. Guck mal, ich weiß, das ist ein bisschen Unsinn, weil du redest zu mir, aber versuch mal ein bisschen ins Mic zu reden. Genau, erste Zeit war dieses, du gehst in einen Raum rein und du lässt einfach die Türe auf, weil du immer so gewohnt bist, dass jemand hinter dir die Türe zumacht, weißt du? So war es. Aber bei mir war es bis heute noch so, wo ich sage, okay, das Haftschaden ist wirklich diese, weil im Knast, irgendwann wollte ich nicht mehr mit dieser Handtücher mein Gesicht waschen, weißt du? Gesicht trocknen, weil das sind, diese Handtücher werden so oft benutzt von anderen, manche wichsen rein, manche, du weißt gar nicht, was sie machen, weißt du? Ja. Und dann habe ich immer so mit Dings, diese Klopapier, immer einfach mein Gesicht abgetrocknet, weißt du? Und bis heute, ich hole immer diese Servietten. Die Zebra-Rolle. Ja, ja, bis heute, ich kann nicht mehr so mit Hand. Wirklich? Selbst wenn du weißt, es ist aus deiner Waschmaschine so. Dann du hast auf jeden Fall deinen Haftschaden. Aber 100%. Ja, das klingt hart nach Haftschaden. 100%. Das ist krass, Alter. Ja, Mann. Aber ich schwöre, Bruder, das ist jetzt so angewohnt einfach, weißt du? Das bleibt jetzt auch so. Keine Ahnung, Bruder. Also ein Tipp für alle Leute, die mal noch in den Knast kommen werden in Zukunft. Ich gönne es keinem, aber falls jemand in den Knast kommt, der das jetzt hört, seid schlau, befreundet euch mit Kammermitarbeitern, dann kriegt ihr niegelnagelneue Handtücher. So. Und dann behaltet ihr die und lasst sie immer selber von den Hausarbeitern wieder waschen.
Ist das von Knast zu Knast, ändert sich da nichts, das ist wahrscheinlich immer so. Aber du musst schon connected sein. Hm. Also ich war auf jeden Fall immer gut connected direkt. Wie wichtig ist das, im Knast zu den Leuten korrekt zu sein und, sag ich mal, connected zu sein und versuchen, quasi einfach cool zu sein mit den Leuten? Weil du hast mal, ich habe eine Doku gesehen von euch, da ging es um, wie hast du es genannt, Zwecksfreundschaften, ja? Und ich konnte mir unter Zwecksfreundschaften erstmal nicht so viel vorstellen. Vielleicht so in einer Art Hobby, ne, Fußball. Wenn man Fußball spielen geht mit Leuten, muss man die auch nicht lieben. Man trifft sich, spielt Fußball, geht wieder nach Hause. Aber im Knast natürlich was anderes. Bruder, Knast hat man viele Zwecksgemeinschaften so. Sei es Kochgruppen. Man kann ja im Monat Einkauf machen, dass man sich dann zusammentut. Wenn man zu dritt oder zu viert kocht, kann man dann halt mehr kochen, weil man mehr einkaufen kann. Aber allgemein, ich habe viele Leute gesehen, die im Knast richtig dick miteinander waren und draußen sich einfach aus den Augen verloren haben. Das passiert sehr oft. Ich glaube, das passiert auch sehr selten, dass man jemanden im Knast kennenlernt, mit dem man dann auch sein ganzes Leben cool bleibt. So, aber trotzdem sind das, ich würde sagen, das sind trotzdem intensive Freundschaften. Weil wenn du mit jemand ein Jahr auf der gleichen Abteilung bist, ist das wie wenn du 5 Jahre mit dem draußen bist, weil du siehst den oder hörst ihn fast jeden Tag, den ganzen Tag. Jedes Mal, wenn du aus seiner Zelle kommst, hörst du ihn wahrscheinlich. Oder wenn du zu ihm umschluss 2-3 Stunden am Tag auf die Zelle gehst und die Gespräche sind nochmal intensiver und was direkt da ist, eine Vertrauensbasis wahrscheinlich. Also wenn du Charaktere bist, einen Charakter hast, so wie wir es sind, dann wirst du der Person sagen, zeig mal deine Akte. Weil ich will nicht mit jemand sitzen, wo am Ende rauskommt, der ist ein Verräter. Ich war auf jeden Fall immer so, der gesagt hat, hör mal zu, zeig mal deinen Haftbefehl in U-Haft. Da stand ich mit irgendeinem Pedo oder so sitze. Und ja, Bruder. Also es sind viele Zwecksgemeinschaften, so, aber das braucht man auch im Knast, das brauchst du auch. Krass, auf sowas kommst du ja, du fragst die Leute, was die gemacht haben, dass du weißt, mit wem du bist. Das machen viele. Ja? Du läufst mit, da kommt jemand neu in den Knast und der scheint dir korrekt zu sein und der probiert auch so in deinem Dunstkreis zu sein oder cool mit dir zu sein. Und da musst du vorsichtig sein, das ist dieses, hör mal zu, zeig mal deinen Haftbefehl. Und ich sag den Leuten das auch so, weißt du? Weil die Leute, die jetzt auf einmal einen aufmachen, ey, nein, oder was willst du, und Bruder, warum sagst du jetzt, und keine Ahnung, dass du so verschwindest. Halt ich fern von mir, ja, normal. Bruder, ich habe Sachen erlebt, ich habe einmal mitbekommen, da war ein Typ, der ist auch sehr viel auf YouTube sogar unterwegs, aktuell auch, der ist in den Knast gekommen damals und der hat einen Mord im Knast aufgedeckt. Der hat einem Jungen zugehört, immer beim Reden und so, und der ist dann vor Gericht gegangen. Oder besser gesagt, er hat die Staatsanwaltschaft kontaktiert, Brief geschrieben und gesagt, ich weiß so, wie die Sache passiert ist. Dann haben die ihn abgeholt, der hat dann hat er die ganzen Infos und so weiter gegeben. Auf seine Aussage, wie ich mitbekommen habe, wurde er verurteilt, der Typ. Krass. Das macht sich aber nicht gut, oder? In so Kreisen. Ja, Bruder, du bleibst dann wahrscheinlich auch nicht im gleichen Knast, ne? Du wirst dann verlegt, wenn du Stress hast, auch im Knast und es ist zu extrem, Bruder, kommt direkt eine Sicherheitsverlegung. Die bringt dich direkt in eine andere Stadt. Aber Knast ist wie eine Zeitung. Ja. Was du jetzt gerade, sogar Sachen, die jetzt gerade draußen passieren, ne? Die Leute im Knast, die wissen schon mehr wie die Leute draußen. Und das geht dann auch von Knast zu Knast, weil im Knast die Leute haben nichts zu tun. Und sind auch viele Handys unterwegs. Eine Info in den Knast zu bringen, Bruder, ist schnell und dann geht die Post ab, Bruder. Dann weiß ja ganz Knast das. Dass Handys im Knast unterwegs sind, habe ich ja spätestens dann gemerkt, als ich dich im Knast angerufen habe und wir mitten in der Nacht stundenlang telefoniert haben. Wie kommt denn so ein Ding rein? Wirft man das über die Mauer oder kommt da ein? Bruder, was ist da so der klassische Weg? Bruder, der klassische Weg ist, ich will nicht darüber reden, weil ansonsten mache ich Leuten die Wege zu. Machst du die Hölle heiß, okay. Naja, ich könnte jetzt einen Weg beschreiben und auf einmal fangen die JVAs an und sagen, ey, so machen wir das, okay. Zu. Deswegen an alle Knackis, so zieht euer Ding auf jeden Fall durch, kommt schnell raus. So, weißt du? Aber es gibt auf jeden Fall viele Wege und Möglichkeiten, so Dinge reinzukriegen. In so Filmen, sage ich mal, ist ja immer so die, das ist jetzt ein beschissenes Beispiel, deswegen frage ich aber, ne? es gibt Wärter, ne? und Häftlinge und die kommen natürlich überhaupt nicht miteinander klar. Du hast eben gesagt, Sozialarbeiter und sowas. Wie ist das im echten Leben? Wart ihr cool mit den Leuten, mit den Wärtern, mit den Sozialarbeitenden oder du hast mich gerade mein Herz getroffen mit dieser Frage. Ja. Boah, ich hatte einen Beamten, Herr H. Und ich weiß ganz genau, der guckt das jetzt gerade. Ja, dann sagen wir mal liebe Grüße an den Herr H. Bruder, Videodrehs von mir, jetzt im offenen Vollzug. Der ist zu Bullen gegangen, der hat mich angezeigt. So? Bruder, der Typ hat Skandale gemacht, der hat mich abgrundtief gehasst und hasst mich immer noch. Ich weiß nicht, was ich dem angetan habe. Ich schwöre es dir, ich weiß nicht, was ich denn angetan habe, aber
das ist auch so ein unsympathischer Mensch. Ich schwöre, ja, du bist so ein unsympathischer Mensch. Der hat mich eiskalt angezeigt. Ich habe das Gefühl, du willst was anderes sagen, aber oder, nimmst ja, diese ja. Worte, so weißt du, so, du unsympathischer Mensch, da müsste eigentlich was anderes kommen. Jetzt, was ich jetzt raushaue, guck mal, was der gemacht hat. Erstmal, der hat mich angezeigt bei den Bullen, das war kurz vor meiner Entlassung und ich wurde vorzeitig entlassen. Das heißt, meine Entlassung stand auf der Kippe. Jetzt aber, ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß, die Quelle ist 100% wahr. Der hat beim Beamtenfrühstück, ne, sehr, sehr oft über mich geredet. Herr Amadou, das und das. Und bei einem Frühstück hat er einfach, Bruder, guck mal, was der sagt. So was denkt er eigentlich, wer der ist mit seiner Niggermusik, mit diesem Rumgeschrei. Das hat er gesagt. Puh, Bruder, wenn ich daran denke, kennst du, ich wollte ihm das in sein Gesicht schmeißen, diese Sätze. Mhm. Aber ich wusste, wenn ich ihm das sage, so dann weiß er, okay, ich bin da gut connected. Und dann gibt das so intern Probleme. Und ich wollte da keine Probleme bringen, weil da waren schon sehr, sehr korrekte Beamten auch so. Aber der, Herr H., Eieiei. Lass uns gar nicht anfangen, über Herr H. zu reden. Herr H. klingt so wie, als hättest du ihm selber den Namen gegeben. Ja, dass er vor, dass der ne? fängt mit H. an. Der Buchstabe H. Ja. Ich will jetzt den Namen nicht aussprechen. Nachher ich kommt verstehe. Anzeige oder so. Ja, okay. Von Herr H. schon wieder. Auf jeden ja. Fall, die Ermittlungen wurden eingestellt. Mhm. Aber der hat Videoclips von mir. Luciano hat mich doch, weißt du noch, wo der mich zum Knast zurückgebracht hat? Ja. Der hat mich begleitet. Und da war so ein Typ auch mit Kamera. Und der Beamte, der vorne an der Pforte war, Beamten reden auch untereinander. Der hat das irgendwie den anderen Beamten gesagt und der Herr H. hat das mitbekommen. Und dann hat er angefangen, jeden Clip, den ich gemacht habe, auch in der Zwischenzeit und so, zu kontrollieren. Hat auf einmal eine Anzeige gemacht, weil ich auf so einem Motorrad sitze, wegen Fahren ohne Führerschein und dies, das, weißt du? So, dabei kann er noch nicht mal wirklich wissen, wann das passiert ist, wann der Clip gedreht wurde und etc. Das Ding ist aber, wenn du im offenen Vollzug eine Anzeige bekommst und die durchgeht, bist du weg. Und ich war kurz vor meiner vorzeitigen Entlassung. Bis Endstrafe hätte ich noch 1 Jahr 4 Monate gehabt. Das heißt, das war jeden Tag so ein Kampf. Ich bin jeden Tag mit dem Gewissen reingekommen, so, heute kannst du weg sein. Dann habe ich auf einmal Blitzentlassung bekommen. Dann habe ich dem meine Meinung ins Gesicht gesagt. Mhm. Ja, wir verstehen uns, ja. Lass die Knackis in Ruhe, habe ich hier gesagt. Ja. Wie war das bei euch, Jungs? Habt ihr irgendwelche Wärter, denen ihr im Nachhinein noch was sagen wollt oder lief alles glatt? Es gibt solche und solche. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Herr H. Ne? Du kannst auch nach England reden, also auf Englisch. Nein, also es gab einen Beamten, ich kenne auch seinen Namen nicht mehr. Das war ein richtiger Bastard. Was wir gemacht haben, eine richtig ekelhafte Aktion. Habe ich dir das erzählt? Hast du mir erzählt. Ja. Mit Eimer mit. Genau, also ich war nicht beteiligt. Ne? Auf jeden Fall, dieser Beamte, der war so ein Arschloch. Andere Niveau. Warst du nicht beteiligt oder warst du nicht beteiligt? Ist egal. Auf jeden Fall. Dann such dir eins aus. Auf jeden Fall, die ganzen Jungs haben jetzt so einen Eimer so rumgegeben. Mhm. Jeder hat da mal ein bisschen reingepisst. Ja, okay. Der ein bisschen groß musste, auch da reingehen. Ach du Scheiße, okay. Heißes Wasser. Wie heißt diese andere nochmal? Dieses. Nein, nicht Shampoo. Wie heißt das? Shampoo ist noch gut, riecht doch gut. Ja, diese. Sollte nicht gut riechen. Seife oder was? Nein, zum Essen. Zum Essen? Diese Lachs. Ach nein, diese was man mit Milch, heiße Wasser? Haferflocken. Haferflocken. Ah ja. Damit es klebt, weißt du? Labernet und dann? Oder. Und dann, das war eigentlich eine miese Aktion von uns. Weil da war so ein Typ, so auch so ein kleiner, stabiler Junge, der wollte immer dazugehören, der meinte so, ich mach das. Hm. Und dann war Soch, das heißt da, wo man so Billard spielen kann und so Sachen, Tischtennis. Auf Deutsch. Ihr habt den geopfert also. Wer ist das auf Deutsch nochmal? Aufschluss, ja. So, jetzt, der Beamte kam runter, so wie so stabilmäßig. Und der Junge kam an und das war sein Moment, weißt du? Ra! Shit. In sein Gesicht. Nein. Und dann, erst als er realisiert hat, was da alles ist, durch Riechen und Bruder. Ey, die haben den kaputt gehauen. Den Jungen? Ey, die haben den kaputt gehauen, zu viert oder so. Die vor allem. Na, die Beamten. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Normalerweise nimmt man die Jungs ein bisschen so in die Zelle oder keine Ahnung was, aber da vor allen Augen. Gib ihm. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte dasselbe gemacht, Alter. Wenn mir irgendwer Kacke und Pisse in die Fresse haut. Ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten hätte können. Oder? Weiß ich nicht, Alter. Ja, aber was lernt man aus so Geschichten, Bruder? Sei korrekt. Sei ein fairer Mensch. Ja, das ist jetzt die Frage. Das war ja ein Bastard, hast du gesagt, ne? Ey, übertrieben. Aber hat er das hat er verdient? Boah, zu. Das war sogar zu wenig. Das war zu wenig? Das war sogar zu wenig. Der war so einer, du hast Besuch, der lässt dich nicht raus. So Sachen, weißt du? Oder zu spät draußen, jetzt kannst du nicht mit den Leuten gehen.
So Sachen. Boah, okay. Weißt du, der Typ, also meine Mutter hat mich besucht, ne? Der hat veranlasst, dass meine Mutter komplett sich ausziehen musste und so Sachen. Also jetzt nicht er, aber... Von einer Frau kontrolliert. Genau. Wird, aber sehr extrem. So, verstehst du? Mhm. Und hat mich dann länger in diese Dingsbums gelassen. Warteraum. In diese Warteraum. Und so Sachen halt. Der hat das mit vielen Leuten gemacht, weißt du? Aber was ich schwöre denn? Dir, jetzt ja, ohne Witz, nach dieser Aktion, der war, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen weg. Und als er wieder kam, anderer Mensch. Ja. Also wirklich anderer Mensch. Auf einmal freundlich und so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Naja, wundert mich nicht alle. Weil ja. Ne, was einmal passiert ist, kann nochmal passieren. Und ja, aber du musst denken, als es passiert ist, der ganze Block hat so getobt. So dieses, ja Mann, verstehst du? Das war diese Scheiße auf dich. Der hat gespürt, so man hasst dich. Man hasst ihn, weißt du? Ja, und heute kann das sowas sein, morgen kriegt er auf einmal Stiche. Ja, das ist so. Du willst ja auch wohl oft in deinem Beruf fühlen. Du gehst jetzt rein in den Knast und du weißt, okay, heute kann wieder kritisch werden. Ja, ja. Wie oft wart ihr in so Situationen, wo ihr das gesehen habt, wo ihr das erlebt habt, so, dass wirklich mehr als nur ein Eimer ins Gesicht war oder was auch immer? Ich hab sowas gar nicht erlebt. Ich habe in Deutschland nur einmal gesehen. Auch einmal und was so? Denn? Nee, nicht auf Beamte. Aber komm ein bisschen näher ans Mikrofon. Aber dass Beamte einen Häftling rasiert haben, habe ich einmal gesehen. Das habe ich tausendmal gesehen. Also gehauen und so? Ja. Oder ja. Oder sowas. Das habe ich tausendmal gesehen. Aber ich habe einmal gesehen, das war genau an meinem Geburtstag, deswegen vergesse ich das nicht, wie ein Gefangener einen Beamten mit Besenstiel gehauen hat. Mhm. Aber der hat trotzdem verloren. Der Beamte hat den gehauen. Echt? Trotz des Besenstiels? Ja, weil der hat dumm gemacht. Der Beamte ist die Treppe hochgegangen, der Junge ist ihm hinterhergelaufen. Mhm. Das heißt, du bist schon in dieser Position, du bist unten und hat ihn hinten auf den Kopf gehauen. Okay. Und dieser Beamte hat sich umgedreht, der hat noch einen so, ich glaube, der hat den hier irgendwo erwischt mit dem Besenstiel, dann hat er den gehalten und Treppe runtergeschubst. Dann war der auch direkt auf dem. Treppe runter ist schwierig. Aber der Junge war auch durch, der hätte nicht in den Knast gehört, der hätte in die Klapse gehört. Mhm. Der war so ein Verrückter, der hat hier ein Dings gehabt, so eine Träne selber gestochen, tätowiert. Und um die dann wegzumachen, mit Feuer rausgebrannt und so. Okay. Weißt, das war so einer, der war schon durch, Bruder, richtig durch. Der hat sich in der Freistunde vor Beamten gestellt und hat Freestyles gemacht. So, es war schon so Standard, die Beamten haben gar nichts gemacht, die haben einfach akzeptiert, aber der beleidigt jetzt die Mutter und so von dem Freestyle gerappt, meinst du ja, das? Ja, der stellt sich jetzt vor die Beamten und der beleidigt die jetzt. Der rappt einfach so 10, 15 Minuten durch. Dann zu rufen, ist ruhig, hört zu. Okay. Vielleicht neues Signing, Alter. Nein, da war nicht gut. Bruder. So, man sieht direkt Talent. Nein, da war, Bruder, schlechtes Signing, Bruder. Ja. Der war nicht gut, Bruder. Aber waren schon witzige Sprüche dabei. Krass, ja. Mhm. Das mit, was du gerade gesagt hast, dass jemand hinter dir immer die Tür zumacht, ne? Das ist auch so etwas, was man sich als normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen kann. Ne? Bruder, dieses Fremdbestimmtsein. Das ist ja, glaube ich, auch mit das Beschissenste am Knast überhaupt, dass man einfach immer so, ne? Guck mal, ich sag dir ehrlich, deswegen zu diesem Thema, es gab auch, natürlich gab es auch korrekte Beamten so, weißt du? Manche, die haben dich angeguckt, die sagen, ey, du weißt du, was ich meine? Du bist so ein Guter, so, warum machst du so dies, das, du gehörst nicht hierhin, nach dem Motto, ne? Aber am Ende des Tages, Bruder, die machen trotzdem deine Zelle zu. Weißt du, was ich meine? Das heißt, diese Liebe so, die entsteht nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber die müssen, Bruder. Ja, da ist das. Aber das ist auch für... Das ist Job halt, ne? Das ist halt das. Weißt du, auch Bullen müssen auch dich festnehmen. Trotzdem werden wir keine Freunde. Weißt du, wie ich das meine? Am Ende des Tages, Bruder. Bei mir jetzt eine Beamtin, nachdem ich draußen war, irgendwann, das war jetzt eine Beamtin, die hat im Knast eine Beziehung mit einem Knacki angefangen. Echt, ja? Und okay. unter Knackis alle wussten, ne? So unter Beamte, so, die haben auch schon vermutet, aber während meiner Zeit waren die trotzdem so, haben diese Sache safe durchgezogen. Jetzt, ich bin draußen irgendwann, ich habe meine Musiksache gemacht, so. Jetzt, sie schreibt mir. Jetzt Instagram. Ich schwöre. Die Beamtin schreibt dir. Ja, die war aber jung. Was will die von dir, Alter? Ja, ich denke, was geht ab? Weil in Habs, Bruder, das war diese, hey, wie, der kann, warum kann man nicht? So, Bruder, aber jetzt, du bist draußen, du denkst, verpiss dich, Alter, was schreibst du mir, weißt du? Sag mir jetzt, ja, so, du weißt ja, unsere Dings, ich war ja mit denen und denen zusammen und so im Knast, ihr habt das doch alle gewusst und so. Ich sag, ja, die sagt, ja, wir sind jetzt vor Gericht wegen dieser Sache. Nee. So. Echt, ja? Ja. Ach, das ist ja gar nicht, darf man das nicht? Das darf man nicht, Bruder, weißt du? Das war jetzt so, die erzählt mir jetzt und dann sagt die mir am Ende, ja, vielleicht kannst du einen Song daraus machen. So ehrlich? Ja, so Kampagne. Aus unserer Geschichte. Oder mal hättest du nicht selber Probleme. Aber sind die immer noch zusammen oder was? Boah, jetzt geht sie in Habs für ihn, Alter. Ich habe aber auch schon so Sachen. Nein, dafür geht man nicht in Habs. Das Ding war, die werden suspendiert, aber Knast will vielleicht, dass sie rausfliegt komplett von ihrem Job und deswegen sind die vor Gericht. Normalerweise ist da nur Verlegung.
der Knacki wird verlegt und die Beamte wird normalerweise verlegt. Wenn die vor Gericht dafür gehen, dann ist das der Knast für wirklich, dass sie ihren Job verliert, aber die wahrscheinlich nicht, wenn die verbeamtet ist. Krass. Ja, die hat so Filme gemacht. Ich habe so Sachen auch, also gibt es eigentlich in jedem Knast. Aber ich habe Baba-Beamten kennengelernt, Bruder. Sag dir ehrlich, ich habe Beamten kennengelernt, die sind bis heute, muss ich sagen, so Hut ab. Einfach sauberer Charakter, guter Charakter. Die machen ihr Job, die machen das, was sie machen müssen. Aber die sind einfach menschlich geblieben, Bruder. Die machen dir das Leben nicht schwer, weißt du? Die müssen dir nicht irgendwelche Sachen ermöglichen, die dir dein, so den Job riskieren könnte. Aber die haben Sachen gemacht, die menschlich sind, Bruder. Du weißt doch, manche Leute sind gerade am Abkacken, Beamten kommen dahin und sagen, ey, geh mal deine Familie anrufen und so. Ja, Bruder, so welche gibt es auch. 100% Bruder, gibt's, wie gesagt, gibt's auf jeden Fall, aber am Ende des Tages, Bruder, das ist auch so, kennst du das, manche, ich dachte mir auch, Bruder, du bist einfach zu korrekt, weißt du, was ich meine? So, sonst, ich hätte mit dir hier richtig deinen Kopf gefickt, jeden Tag, weil manche Beamten, Bruder, das sind diese, Bruder, du musst auch als Häftling gucken, manchmal, du willst auch deinen Stolz bewahren, weißt du, was ich meine? Du willst sie jetzt auch abfacken, Bruder. Das ist diese, du machst auch mit denen diese Psychospiele, weißt du, was ich meine? Echt, das machst du ja? Ja, Bruder, 100%. Wenn du einen Baden hast, der korrekt ist, was willst du, mit dem... Naja, wenn der korrekt ist, Bruder, wofür? Weißt du, was ich meine? Bruder, gab es manche neue, die kommen jetzt, auf einmal, die sind frech, so zu Beamten. Weißt du, obwohl, auf deiner Abteilung, man hat schon ein Konzept, Bruder, man ist chillig mit denen und den Beamten, du weißt, du kannst bei denen nochmal sagen, kannst mir das noch bringen, kann ich da nochmal anrufen, kannst du mal, weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt kommen neue, die wollen jetzt cool sein, weißt du, was ich meine, machen jetzt Lauten bei Beamten. So, unnötig, du Huren, so und so, so, so. Okay. Ist ja ein Beamter, der hat so rote Kopf, der kann nichts machen. So, der kann nichts machen. So, das war dann dieser Moment, ich sagte dem Beamten, ja, lass deine Zelle auf und so, ich gehe da gleich. Wirklich, ja? Ja. Regelt man das untereinander dann wirklich? Ja. Gab's so Phasen, dass man, man quasi auch mal... Hast du den gehauen oder was? Nein, ich hab den nicht gehauen, ich bin reingegangen, ich hab gesagt, guck mal, du bist neu, so, so, ne? Was brauchst du? Tabak, dies, das, guck mal hier, 1 zu 2, diese, kennst du, du gibst eine, du nimmst 2, nächstes Mal. Aber das war auf locker, dann hab ich denen gesagt, guck mal, wir sind alle cool mit dem. Also alle, weißt du, wenn du Scheiße mit dem machst, macht er mit uns einen Scheiß. Ja, dann haben wir alle ein Problem. Weißt du, was ich meine? Deswegen, du bist neu, benehm dich mäßig. Ja. So. Ja, aber gibt es auch manche, die werden weggekracht. Ja, vom Beamten, 100%. Ja, ja. Manche Beamten krachen knackig weg, aber 100%. Richtig. Bruder, ich habe Sachen gesehen, außergewöhnlich. Ehrlich. Das glaube ich sowieso, dass du Sachen gesehen hast, die außergewöhnlich sind. Ich meine, ihr alle habt ja Sachen gesehen, die jetzt manch eben jeden Tag so passieren, ne? Aber... Witzigerweise, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist Musik irgendwie und Hip-Hop und Rap irgendwie scheinbar das, was euch immer wieder bindet und irgendwie den gemeinsamen Nenner gibt und auch vielleicht auch immer rausholt. Ne? Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr im Knast wart und so. War das ein Ding, so, wo ihr gesagt habt, ey, das ist die Hoffnung, wenn ich raus bin, ich weiß, was ich zu tun habe? Weil ich glaube, du hast das gesagt. Nicht jeder hat die Möglichkeit, aus dem Knast zu kommen und zu wissen, okay, ich kann Musik machen. Normalerweise machst du ganz normale Jobs, scheiß bezahlt, hast diesen Stempel. Was heißt ganz, ganz normale Jobs? Du hast vielleicht noch nicht mal die, vielleicht noch nicht mal die Möglichkeit zu arbeiten. Also einen guten Job auszuüben. Sag mal auszuüben. Ja, das ist es ja. Du so, kommst auch nicht eben raus und sagst, ich bin aus dem Knast, ich will jetzt jeden Job haben. Die Leute stempeln dich ab und wenn du Glück hast, kriegst du Arbeit. Ne? So, verstehst du? Du hast dein Lebenslauf Katastrophe, dein Führungszeugnis Katastrophe. Ja. Du warst die letzten 5 Jahre weg. Das heißt, oder die letzten paar Jahre warst du auf jeden Fall weg. Wo willst du arbeiten? So, wer will den schon einstellen, so, ne? So, und nicht jeder hat irgendwie ein Talent, verstehst du? Beziehungsweise nicht ein erkanntes Talent. Ich glaube, dass jeder ein Talent hat. Ja, Bruder, ich denke auch. Talente haben viele Menschen, weiß ich, aber nicht immer auf dem Silbertablett präsentiert, dass man damit direkt was machen kann. Vielleicht hat er sein Talent noch nicht entdeckt, verstehst du? Und er weiß gar nicht, was er drauf hat und fühlt sich gezwungen, solche Sachen. Beziehungsweise, guck mal, selbst wenn man sein Talent entdeckt, guck mal, ich habe dir vor 3 Jahren geschrieben, als Fan. Ich habe gesagt, boah, ich habe das gehört, ich feiere das übertrieben krass. Ich habe dir Props gegeben für etwas, was du kannst. Aber du bist ja trotzdem einen anderen Weg gegangen. Weißt du, wie ich meine? Bruder, zu diesem Zeitpunkt, als du mir geschrieben hast, ne, war für mich schon so der Weg, dass ich Musik machen möchte. Ich wollte Musik machen. Das Problem ist, als du mir geschrieben hast, das war ja meine Fluchtzeit, die Verurteilung, warum ich dann auf Flucht gegangen bin und im Knast gelandet bin, die war auch schon 2,5, 3 Jahre vorher. Der Prozess hat sich einfach so lang gezogen. Dann kam erstmal, dass wir in Revision gegangen sind. Das hat sich nochmal 1 Jahr gezogen und dann bin ich auf Flucht gegangen. Das heißt, ich war eigentlich schon mit meinem Kopf schon lange dieses, das links lässt du und das rechts machst du. Und rechts war die Musik. Aber dann ist halt die Vergangenheit, die noch da ist. Ne? Und die Zeit, die Zeitstrafe, die ich noch absitzen muss, Bruder.
Und deswegen war das halt schwer. Aber für mich war schon, an diesem Zeitpunkt stand für mich schon fest, okay, ich werde Musik machen. So, jetzt muss aber erstmal den Knast überbrücken und schaffen. Und ich muss mich auch noch im Knast stellen. Wenn du dich im Knast stellst, heißt nicht, dass du im offenen Vollzug bleibst. Naja. Das war auch nochmal diese, ich stelle mich jetzt und hoffentlich bleibe ich überhaupt im offenen Vollzug. Ja. Ne? Und das heißt auch nicht gleichzeitig, dass du im Knast die Möglichkeiten hast, die du bräuchtest. Ne? Ich frage mich immer, wie der Katar das gemacht hat, im Knast dieses Album aufzunehmen. Wenn man nicht mal ein Handy haben darf, wie macht man das? Ja, der hat ja so ein kleines Aufnahmegerät gehabt, ne? Ja, aber das muss man doch, er sagt auch in einem Interview, er hat sich die Booth mit der Decke so gemacht und so. Ich das heißt, du hast unter erschwerten Bedingungen, so, weißt du? Ja, klar, Bruder, aber ich habe auch, Bruder, weißt du noch, wie viele Demos ich dir auf Handy geschickt habe damals? Mhm. Ich habe, glaube ich, jeden Tag einen Track rausgeschickt als Demo so auf Handy. Ich habe dann Casio, also Kassettenrekorder da gehabt, CD-Player, Beats da laufen, Handy hier, Bruder, und reingerappt, ne? Und das dann rausgeschickt. Na, das hätte man nicht benutzen können für eine Aufnahme, aber wenn du da so ein Top-Aufnahmegerät hast, vielleicht das teuerste zu diesem Zeitpunkt, Bruder, dann geht schon was. Dann kannst du schon was dribbeln, ne? Mit einem guten Studio, der oder weißt du, irgendwen, der, der Ingenieur, das gut, Ingenieur, der das gut mastert und mixt und so. Aber auf jeden Fall auch Hut ab vor Rata, allein, dass du unter deiner Bettdecke da am Rappen bist. Das schon, Bruder, das heißt. Aber Not macht erfinderisch. Dann ist Lil Wayne für Drake sein Part durch Handy gegeben. Ja, der hat sein Part durch Handy gekickt. Krass. Lil Wayne. Ja, für Drake sein Album. Eiskalt. Ja, gut, der kann sich das wohl erlauben, Alter. Ja, ja. Krass. Ja. Aber trotzdem, erschwerte Bedingungen. Und weil du gesagt hast, du hast nach links gehört und musstest rechts loslassen, die Frage geht wieder an euch. Wie schwer war das für euch, loszulassen? Ich meine, ihr seid ja, ihr identifiziert euch ja mit der Straße. Ne? Wenn ich euch angucke, ihr seid gemachte Männer, ihr seid gestandene Persönlichkeiten. Wie einfach war das oder wie schwer war das aber für euch zu sagen, okay, bis hierhin und jetzt setzen wir den Cut, weil das rauszukriegen aus einem ist ja mal nicht so eben. Ihr seid ja nicht vor 2 Jahren auf die Straße gekommen und macht das nebenbei. Seid ihr da groß geworden? Das ist ja das, was euch ausgemacht hat oder vielleicht auch noch ausmacht. Aber irgendwann muss man ja den Cut setzen und ich fange mal bei dir an, Bruder. Wie einfach ging das oder wie schwierig war das? Also ich muss sagen, ich glaube, Mac hat das letzte Mal gut gesagt. Erstmal Gruß an meinen Bruder Mac, der heute nicht hier ist. Aber der hat das letzte Mal gut gesagt, es geht eigentlich einfach um Perspektive. Weißt du, was ich meine? Weil bei mir war so, ich sag dir ehrlich, ich war draußen 24 Stunden auf Straße unterwegs, weißt du? Und einfach, weil Bruder, so, das war einfach diese, man hatte keine richtige Perspektive, weißt du? Man hat einfach gehasselt für den nächsten Tag, für Wochenende vielleicht, weißt du? Und das ist das. Du gehst dann rein. Vielleicht in Knast kann man heutzutage auch Ausbildung machen und was weiß ich. Weißt du, ich habe da auch meinen Realschulabschluss mit Quali gemacht, Bruder. Aber so, was ist danach? So, du hast immer noch keine Perspektive. Bei mir war dieser Punkt dann so, ich habe in Knast überlegt, so, ey, soll ich wirklich diese Sache machen, so mit Musik und so, weil viele sind in Knast, die auch Musik machen, die rappen dies und das, weißt du. Aber du hast diese Möglichkeiten nicht, du hast kein Studio, du hast diese ganzen Sachen nicht zu testen, ob das wirklich halt, ziehen würde, wenn du jetzt so rausgehst, weißt du? Kontakte. Genau, die Kontakte, dies, das. Das heißt, ich musste auf sehr alte Kontakte zurückgreifen, wo ich wusste, dass sie draußen Musik machen. Ach krass, okay. Und habe quasi im Knast quasi so geplant, wie ich das angehen möchte draußen, um einfach das mal zu probieren, weißt du? Mhm. Und das war dann, bei mir ist ja das Ganze dann entstanden, dass ich dann so 3 Songs, 3 Videos gemacht habe, aber die sind auch entstanden einfach aus einem Streit. Ein Streit, weil ich quasi als neuer Rapper in Bonn, weißt du, angefangen habe und der alte Rapper in Bonn angepisst war. Weißt du, was ich meine? Das heißt, dann hat mein Bruder irgendwann gesagt, weil das war dann, man hat sich getroffen, gefetzt, so. Mein Bruder, älterer Bruder, der auch mein Management macht, Gruß an Big Manager John auf jeden Fall. Der hat dann gesagt, guck mal, anstatt dass ihr das so klärt, ne, die ganze Zeit euch streift, dies, das, macht beide ein Projekt und lasst die Leute entscheiden, was die mehr feiern. Darf man nach Namen fragen? Was denn? Name ist nicht so richtig. Ich kenne das gerade zum ersten Mal. Ich kann das später. Ich kenne die Geschichte. Der kennt krass, ich kenne das noch nicht. So, das heißt, ihr habt es auf Hip-Hop-Ebene dann genau, geklärt, das war für mich so, mein Bruder hat schon sein Wort gegeben, ich kann gar nicht mehr Ja oder Nein sagen, weil für mich war auch dieser Weg auf Straße, das ganze Zeit hin und her, das war Abfuck. Weil, Bruder, ich kam gerade frisch raus, weißt du, ich meine, es gab gar keinen Grund für mich, diesen Weg zu gehen eigentlich, aber am Ende ist es, wie es ist, weißt du. Aber so, wie mein Bruder dann gehandelt hat, war dann, okay, du musst jetzt abliefern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen 2 Projekte. Das heißt, ich wurde irgendwie da rein gezwungen, die Sache mal wirklich zu machen,
weißt du? Und dann habe ich ein Projekt gemacht, Ohrfeigen Mixtape heißt das. So der Titel auch einfach direkt, um zu zeigen, ey, Konfront. Also ich bin da. Weißt okay, du? Ja. Und dann kam halt da Songs drauf, Ohrfeigen, dann 16 Bars. Und der dritte Song, was als Video rauskam, war dann Verlorene Stadt. Hm. Und das war auch erster Song, wo ich mal so mit dieser Stimme, mit dem Gesang und so und so. Und das hat dann wirklich diese Perspektive gegeben, weil das auch direkt so kleinen Hype gegeben hat, so regionaler Hype. Und das war dann über Agro TV. Dann kamen auch diese paar Leute schon auf mich zu, weißt du? Und das heißt, ich war direkt drinnen, so in diese, okay, du hast jetzt Möglichkeit. Weißt du, ich meine irgendwie, aber du hast noch keine Ahnung, das ist nicht meine Materie. Ja, ja, und es ist das erste Mal, dass du wahrscheinlich Streit nicht auf die übliche Art und Weise geklärt hast oder ein Problem. Ja, ich sag mal, das war ja danach nicht geklärt, weil in dem Projekt wurden ja Leute gedisst und so auch, weißt du? Ja, okay. Und das dann, heißt, okay. Am Ende gibt es immer schlechte Verlierer, weißt du, ich meine, so Leute, die das nicht so hinnehmen wollen. Aber für mich war jetzt, okay, ich habe aber jetzt diesen Sprung durch dieses Straßenbeef dahin geschafft, dass ich vielleicht damit wirklich... also mit dieser Sache arbeiten kann. Hm. Weißt du, was ich meine? War dann so ein Hoffnungsschimmer, den du dann 100%. Wahrscheinlich so ein bisschen ergriffen hast. 100%. Ne? Und Gas gegeben hast. 100%. Und deshalb, also ich denke, für junge Leute, die brauchen eine Perspektive, Bruder. Aber guck mal, ich will da mal einhaken so. Erstens, sorry, dass ich das immer wieder sagen muss, aber tu mal das Mikrofon vielleicht so, dass du, wenn du mich schon anguckst, auch da reinsprichst. Okay. Die Perspektive hast du dir ja selber geschaffen. Genau. Du hast das da in dir gehabt. Es kam ja kein Mensch, außer dein Bruder vielleicht in der Situation, aber auch nach dem hast du gesucht so ein bisschen. Das heißt, du hattest ja eh schon in dir drin, das Ding. Weißt du, wie ich meine? 100%. Also ich habe das auch, du musst dir vorstellen, ich habe wirklich nach Knast, ne, probiert wirklich so guten Weg zu gehen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich habe wirklich versucht, sogar Leute zu meiden, alte Leute, weißt du? Und weil ich ja im Knast mein Dings gemacht habe, mein Quali, meine Realschule, jetzt war eine von den Voraussetzungen, dass ich vorzeitig entlassen werde, dass ich halt draußen Schule finde, weißt du, so Abendrealschule oder sowas. Das heißt, ich habe jetzt pseudomäßig eine Schule mich angemeldet und so, da sollte ich dann auch hingehen und jetzt diese Schule sagt, ja, aber du hast schon Quali, du musst Abendgymnasium gehen. Das heißt, Bruder, ich bin einfach im Gymnasium. Das heißt, ich bin einfach in einem Gymnasium, ne? Und jetzt reden wir von Abitur machen. Das heißt, diese. Aber krass, was ein Sprung. Ja, ja, guck mal, Bruder, du musst dir vorstellen, vor diese ganze Sache, Bruder, ne? Ich bin in meinem Leben, glaube ich, viermal sitzen geblieben. Weißt du? Einfach nur, weil ich so Krawall immer gemacht habe. Immer diese. Ich hatte immer Probleme mit Autoritätspersonen, weißt du? Mit Lehrerinnen eigentlich nur, weißt du? Weil mit Lehrerinnen? Mit nur mit Lehrerinnen. Ah, okay. Weil so in kleinem Alter schon, ich glaube, erste, zweite Klasse schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, und es waren überwiegend zu meiner Zeit immer Lehrerinnen. Ich glaube, heutzutage ist das so sehr gut auf so. Nee, bei mir war komplett genauso. Wahrscheinlich so, ne? Bei euch auch, ne? Früher war irgendwie, waren nur viele Lehrerinnen, ne? Oder waren bei euch? Bei mir war auch so ausgeglichen. Grundschule hatte ich eine Lehrerin, auf jeden Fall. Ja. Aber weiterführende Schule, beides. Ja. Bei mir war auch so, nur Frauen, Alter. Genau, Bruder. Auf jeden Fall, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ja, Bruder, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast erzählt, dass du auf jeden Fall auf einmal im Gimmi warst und dann viermal sitzen geblieben bist. Und genau, das war wahrscheinlich vorher, unerwartet. Ja, ja, und jetzt auf einmal bist du im Gymnasium, weißt du, was ich meine? Das heißt jetzt, ich habe wirklich versucht, okay, irgendwas hiermit zu machen. So. Ich war da, aber ich habe jetzt gemerkt, weil ich habe eine Klasse, wo ich dann nach Bonn gezogen bin, ne? Das heißt, die haben mich dann vorgestuft, weil der Direktor hat gesagt, hör mal zu, wenn du... Bist zu alt. Ja, du bist zu alt. Hm. Weißt du, wenn du... Du musst hoch. Ja, du musst eine vorgestuft werden. Das heißt, ich habe nie die siebte Klasse gemacht, aber jetzt auf diese Abendgymnasium, wir machen jetzt Mathe und die Lehrerin sagt, kannst du, das ist Stoff aus der siebten Klasse. Warum weißt du das nicht? Krass, ja, so, weil du das noch nie gesehen hast. Ja, Bruder. Du bist viermal sitzen geblieben, aber warst nie in der siebten Klasse? Genau. Das muss man auch erstmal schaffen. Weißt du, was ich meine, Bruder? So. Und jetzt ein Talent, Bruder, krass. So, jetzt. Weil ich habe die siebte Klasse nicht geschafft und du hast die nicht mal besucht und bist aber viermal sitzen geblieben. Ja, ja. Also kranke Scheiße. Ja, aber ich kenne auch keinen Mensch, der viermal sitzen geblieben ist. Naja, guck mal, ich habe jetzt viermal sitzen geblieben gesagt, ne? Aber ich habe auch gesagt, dass am Anfang schon meiner Schulzeit, ich glaube erste, zweite Klasse, hatte ich eine Lehrerin, die mir so rassistisch begegnet ist, weißt du? Und meine Eltern haben da entschieden, okay, wiederhol lieber, damit du nicht bei ihr bist. Ja. Das wurde auch mit der Schule so beraten. Die haben gesagt, ja, wir haben keine andere Möglichkeit, der soll besser wiederholen. Das heißt, ich habe da schon wiederholt. Und ab da war dann schon,
diese Ungerechtigkeit, weil diese Lehrerin hat Scheiße mit mir gemacht und ich muss jetzt sitzen bleiben dafür. Aber ich habe auch also noch eine andere Zeit. Ich glaube, heute hätte man die Lehrerin rausgeschmissen. Ja, 100%. Also du hättest nicht wiederholen müssen. Heute. 100%. Heute ist auf jeden Fall eine andere Zeit. Krass, ja, ja, heute aber hat zu diesem Zeitpunkt war das dann so, du hast jetzt deine Klasse verloren, deine Freunde da, weil das waren jetzt Kindergartenfreunde, mit denen du dann auch in einer Klasse warst. Hm. Das heißt, du hast jetzt das alles und du warst eigentlich noch im Recht, weißt du? Und dann fing diese Dings an. Jetzt kommt wieder eine Lehrerin. Die kann nichts dafür, aber da war von mir, egal was sie sagt, wenn die nur sagt, ja bitte jetzt setzen, ne? Da war, warum ich? Verstehst du, was ich meine? Okay, 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 ab dem Zeitpunkt war alles, warum ich, warum ich? Weißt du, alle sind laut. Nein, nein, ich höre nicht zu. Ja. Weißt du, ich meine? Und dann hast du natürlich auch deine Antwort parat. Genau, ne? Weil genau. Weil du so und so bist. Und so ging das dann die ganze Zeit. Und jetzt einfach, um jetzt darauf zu kommen, dann war diese Schule, die hat mir gesagt, ey, das ist Stoff aus der siebten Klasse. Ganze Zeit, immer in Mathe und Dings, diese Englisch, wie heißen diese nochmal, Unit, so und so. Weißt du, was ich meine? Eine Unit habe ich jetzt nicht gemacht, weißt du? Das heißt, für mich war irgendwann jetzt zum Glück, Gott sei Dank, dass meine Musik auf der anderen Seite, diese verlorene Stadt, auf einmal diese gehypt wurde, weißt du? Weil dann hat diese Lehrerin mir gesagt, ja, was willst du denn werden? Und so, da habe ich ja gesagt, guck mal, ihr habt mir gar nichts gegeben, weißt du, was ich meine? Ich habe mir selber jetzt meine Perspektive geschaffen und ich mache das. Heftig, Bruder. Weißt du? Also wirklich, was du gerade gesagt hast, ne, dass die Schule sich verändert hat und so. Die Zeit allgemein. Die Zeit und so. Bei mir war das ähnlich, ne, mit Schule und so. Da hat es keinen gejuckt, Alter. Da hat in der ersten Klasse, in der ersten Schulwoche, hat die Lehrerin einen Stehkreis gemacht mit den Kindern und die zwei Schwarzköpfe, also ein Kollege und ich, wir durften daran nicht mitmachen einfach so. Wir sollten in der Ecke bleiben und unter uns sein so. Das hat keinen gebockt, Alter. Das hat keinen gebockt. Mach das mal heute. Also meine Tante ist ausgerastet, bla bla bla, klar, Familie und so, aber mach das mal heute. Oder heute kommt vielleicht Bildzeitung. Du kommst Bildzeitung, ja, oder was für eine Zeitung. Eigentlich würde ich euch jetzt beide auch noch fragen und so, aber du hast gerade dieses Thema aufgemacht und bevor ich es vergesse, spreche ich jetzt lieber an, dieses ganze Thema rund um Rassismus, Hautfarbe, dies, das, alles, was da auf euch zurückkommt. Ich glaube, in all euren Biografien spielt es eine ganz wichtige Rolle. Ihr identifiziert euch, jeder identifiziert sich ja mit dem, was er ist. Aber ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen, hatte nicht jeder so einen Struggle wie ihr mit dem, was ihr seid, mit dem, was ihr sein wollt, mit dem, wie ihr akzeptiert werdet, gesehen werdet und so. Und witzigerweise dazu, passend, gab es vor einiger Zeit, auch im Deutschrap, einen ganz großen, ich nenne es mal Skandal. Ihr wisst vielleicht, worüber ich spreche, weswegen wir telefoniert haben. Dieses ganze Ding um Jalil und Flair und dann ne, das böse N-Wort, was da und ne, das böse S-Wort, ne, ihr wisst, was ich meine. Was macht es in euch, wenn ihr gerade in der Öffentlichkeit seht, dass sowas überhaupt noch geht? Ne? Dass Leute Dinge sagen über Hautfarben, wo man eigentlich als, ich sag's mal, normaler Mensch akzeptieren müsste oder schon verstanden haben müsste, dass das Thema durch ist. Bruder, ich sag mal, das ist ein Thema, ne, Bruder? Ich schwöre, das fuckt nur ab, Bruder. Ne, scheiß drauf, ich antworte 100%. Drauf. Guck mal, das Ding ist, wir sind so geboren, wie wir geboren sind, wie jeder von uns. Okay? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das Ding ist, wenn du von klein auf sowas erfährst oder sowas erlebst, wo du dich noch nicht wehren kannst, dann ist das halt schmerzhaft, weißt du? Du bist ein Kind, du verstehst gar nicht, warum du, weißt du? Und irgendwann, also bei mir war das zumindest so, dass ich dann irgendwann so ein Alter erreicht habe, wo ich mich dann entschieden habe, okay, werde ich Opfer oder Monster, verstehst du? Und ich habe mich nicht für das Opfer sein entschieden, verstehst du? Das heißt, auf einmal war Gewalt im Spiel. Ich wurde beleidigt, bam, blutige Nase. Und ich habe dafür immer Ärger bekommen. Ich musste zum Rektor, wurde nach Hause geschickt. Zu Hause kriege ich auch wieder Ärger. Das heißt, ich denke mir so, okay, das heißt, immer ich. Also ich mache alles falsch. Ich werde beleidigt, wehre mich, aber ist falsch. Meine Mutter versteht auch nicht zu Hause. Das heißt, irgendwann wirst du Rebell, verstehst du? Und da dein Mindset eh darauf gestellt ist, dass du kein Opfer sein willst. Und jetzt im, wann war das, 2020? George Floyd. Nee, worüber wir gerade reden, weißt du? Ja. Wenn dann sowas aufkommt und mir ging es noch nicht mal so zu 100%
also warum wir uns aufgeregt haben. Er hat zwar diese Sachen gesagt, die er gesagt hat, aber dann unser Name noch damit reinzutun, das war jetzt dieses Warum, wofür? Hm. Verstehst du? Ich möchte auch nicht zu tief da reingehen in dieses Thema, aber was es mit mir gemacht hat, war einfach Wut. Verstehst du, in dem Moment. Das hat man ja auch gesehen. Es gab ja dann Videos, ne, von dir auch, wo du auch Ansagen gemacht hast, wo mehrere Leute Ansagen gemacht haben, wo man die Wut natürlich auch gespürt bekommen hat, ne? So, ich muss dazu sagen, wenn ich mir das Video jetzt nochmal angucke, so, wie ich da reagiert habe, hätte ich heute nicht mehr so gemacht, ne? Weil wir haben sehr viele Jugendliche und kleine Jungs, die auf uns aufschauen, mhm, ne? Ich habe das H-Wort gesagt und so Sachen, weißt du? Und es ist einfach nicht schön, mich auch so zu sehen, hm, am Ende des Tages. Aber in dem Moment war das einfach so. Und ich habe es auch zu 100% ernst gemeint. Aber ich denke auch, dass, ich weiß nicht, was das ist, warum man das so macht. Aber ich denke, dass hinter geschlossenen Türen sowas öfters passiert, ne? Ja, das ist halt verstehst du? So, was meinst du jetzt genau mit hinter geschlossenen Türen? So das N-Wort oder... Scheiß mal auf uns, so auch andere Gruppen von Menschen, verstehst du? Wo jetzt vielleicht ein Deutscher einen Türken beleidigt oder ein Deutsch oder ein Türke einen Schwarzen beleidigt oder ein Araber. Weißt du, was ich meine? So, das gibt es überall. Oder auch Ausländer Deutsche beleidigen. Oder Ausländer was Deutsche immer, beleidigen. Ja, so. Ja. Das gibt ist ja es, egal, das von welcher ja, Richtung. Das gibt es überall hinter geschlossenen Türen oder verschlossenen Türen. Aber wenn jetzt ein Mensch, jetzt nicht nur er, sondern egal wer mit einem großen Following oder was weiß ich, diese Verantwortung auch hat, ne? Denke ich schwach, weißt du? Schwache Aktion. Bruder, das war einfach Disrespect. Darum geht es so, weißt du? Es ging um Disrespect. Es ging nicht mal, weil wir sind auch keine eingeschnappten Leute, so, weißt du? Man kann mit uns immer reden, Bruder. Es gab auch vorher schon Sachen, wo wir auch mit ihm auch gesprochen hatten. Aber das war jetzt so eine Sache, so. Und das ist halt der Punkt so, weil am Ende des Tages, wir haben sowieso uns bei keinem hochgezogen, weißt du? So wie wir gekommen sind, das war wirklich dieses, wir haben eine Welle mitgebracht, weißt du? Aus dem Nichts sind wir aufgetaucht. Wenn jetzt da jemand sitzt mit dieser Followerzahl und sagt, ja, diese Bantu Nation und diese Filme habe ich alle rausgebracht, dann ist das, Bruder, das ist so, Bruder, du spuckst in unsere Legacy. So in eure Suppe. So ja, Mann, du, in unserem Werdegang, alles, Bruder, wir kennen uns nicht, weißt du? Und da ist sowas, wenn du öffentlich so redest, musst du das auch öffentlich zurücknehmen. Weißt du, was ich meine? So, dann ist auch alles cool. Weil, Bruder, keiner braucht das. Ich denke, das Problem bei dieser Sache ist einfach nur, dass wir sind zwar alles Musik. Bruder, du stehst vor der Kamera, kannst du vielleicht ein bisschen zur Seite gehen? Dankeschön. Danke, Mann. Also, wir sind alles Musiker, ne? Aber wir haben auch ein bestimmtes Background. Bestimmten Background. Wir sind halt von der Straße und das heißt, die Attitüde, die Mentalität ist immer noch da, weißt du? Du hast es ja auch so gesagt, ne? Erinnere dich an deinen Satz, du hast gesagt, hier spricht die Straße. Ne? Ja, das also Ding, du hast im Namen der Straße gesprochen und ja, nicht nur du als Einzelperson irgendwo. Ja, das Ding ist, keiner will das. Verstehst du? Wir haben jahrelang Palaver mit Leuten gehabt oder Sachen gemacht, die halt nicht gut sind, ne? Und jetzt haben wir es halt geschafft, das so ein bisschen so hinter uns zu lassen. Natürlich ist unser Umfeld noch Straße und dies und das, aber wir haben für uns eine Perspektive geschaffen, da rauszukommen. Und man will auch gar nicht unbedingt wieder da zurück, verstehst du? Aber jetzt kommt so ein Seitenhieb, noch nicht mal, nennt man das Seitenhieb? Ja, Mann. So eine respektlose Sache in unsere Richtung, das kann ganz schnell schief gehen, weißt du? Und das war halt das Ding. Bevor ich dich auf dich zukomme, guck mal, ich bin der Meinung, und das sage ich hier nochmal vor laufender Kamera, ich würde mich niemals in ein Interview setzen und für Ärger sorgen. Ne? Ich würde zum Beispiel auch nicht wollen, dass ihr hier über Flair oder über irgendwen anderen beleidigend redet und ich lasse das so stehen. Ich finde ganz persönlich, das hat in der Öffentlichkeit nicht zu suchen, sowas. Okay? Weil es gibt die echte Welt und es gibt die Öffentlichkeit. Wir sind eine Hip-Hop-Plattform, wir reden über Hip-Hop und natürlich können wir auch über mehr als das sprechen, wir können auch über Probleme sprechen. Ich finde aber, wenn es einen Pegel übersteigt, ne, dass es sehr ausfallend wird und in dieser Situation war es sehr ausfallend, es war mehr als nur ein normaler Talk, habe ich mir gedacht,
das gehört, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Erstens, weil ihr alle viel Reichweite habt und Kinder und Jugendliche das hören, die damit gar nichts anfangen können. Und zweitens noch mehr Gründe. Das wollte ich mal gesagt haben, aber ich verstehe natürlich die Wut, weil A, ging es um euch, ihr wurdet namentlich genannt, und B, ging es um, ich sag mal, euresgleichen, ne? Menschen, die dasselbe Leid ertragen mussten wie ihr, und ich habe voll verstanden, dass man sich da aufregt, beziehungsweise ich habe mich auch aufgeregt. Ist jetzt auch nicht so nur, du hast die Hautfarbe, ich nicht, mir ist scheißegal, weil das ist eh Pseudo. Sobald es nicht um meinen eigenen Arsch geht, soll ich mich nicht aufregen oder was. Wenn ich weiß, ey, der wird beleidigt wegen seiner Hautfarbe und ich krieg das mit, habe ich eine Verpflichtung, mich auch stark zu machen für ihn. Und dass, wenn die Welt so wäre, hätten wir ein paar Probleme weniger, glaube ich. Natürlich. Aber das Thema mit der Öffentlichkeit, so, lass ich mal dahingestellt, kommen wir zu dir, du warst nicht in der Öffentlichkeit, ja. Du warst im Knast. Ja. Wie hast du diese ganze Zeit damals mitbekommen? Bruder, erstmal muss ich sagen, für mich ist dieses Thema eigentlich schon zu, ja. Wirklich komplett zu. Ich habe eigentlich auch gar kein Interesse, darüber zu reden, aber wenn wir jetzt dabei sind, so, guck mal, wir werden mit diesem Thema, werden wir schon unser ganzes Leben konfrontiert, ne? Deswegen war das auch für mich nichts Neues, auf gut Deutsch gesagt. Nur fuckt es halt ab, wenn es jemand macht, der Reichweite hat und mit dem du auch gar kein Problem hast. Keine schlechten Berührungspunkte. Im Gegenteil sogar. Ich habe das dann mitbekommen. Das war genau diese Corona-Zeit. Das heißt, ich konnte auch nicht raus, Gott sei Dank. Ja. Bin an meinem Handy, Bruder, und dann kennst du, das ist ja von jetzt auf gleich, Bruder. Das ist ja, jeder wusste davon Bescheid, weißt du? Für mich war das einmal so ein Punkt, so wie unnötig sind Menschen, dass sie einfach unnötig in unsere Richtung schießen, weil wir haben noch nie in dieser Deutschrap-Szene auch nur ansatzweise gegen irgendjemand einfach so gestichelt. Weißt du, es gibt auch gar keinen Grund von unserer Seite. Wir sind nicht gekommen, um irgendwelche Battle-Rapper zu werden oder Diss-Tracks zu machen und diese ganzen Spiele zu machen. Mich hat es halt nur abgefuckt. Mich hat auch übertrieben damals von Dawood, ne? Mhm. Das Interview abgefuckt, weil ich bin einfach der Meinung, Bruder, wenn du bei mir im Interview bist und sowas raushaust, ist es meine Aufgabe, dich zu stoppen. Weil du hast Reichweite, ich habe Reichweite und ich werde dir für meine Community zumindest sagen, ey, guck mal, so red so bitte nicht. Hm. Oder ich würde sogar dieses Interview unterbrechen und sagen, guck mal, tut mir leid, so, wir können das so nicht machen, das ist für mich rassistisch, weißt du? So, deswegen habe ich mich übertrieben darüber aufgeregt. Wie gesagt, für mich ist das Thema auch schon zu. Es passiert, was passiert ist. Es wurde alles kommuniziert, wie es kommuniziert werden musste. Es wurde auch alles geklärt, wie es geklärt werden musste. Es ist kein Blut geflossen. Es ist alles gut. Jeder macht sein Ding und Thema ist für mich zu. Mhm. Weißt du, ich will mich auch gar nicht zu lange in dieser Vergangenheit aufhalten und wieder diese negative Energie und Vibes in meinen Körper reinbekommen. Auch gar nicht meinen Kopf damit ficken. Ich will am Ende des Tages einfach, dass wir weiter unser Ding machen und uns auf das konzentrieren, worauf wir Lust haben und was wir können. Und das ist für mich gerade die Musik. Alles andere ist für mich so die Vergangenheit. Mich soll auch keiner nerven, mich soll auch keiner dissen. Ich werde auch keinen dissen. Fertig ist, ich mache meine Musik, weißt du. Mhm. Und ja, Mann, das war es auch für mich so zu diesem Thema von meiner Seite. Zu dem TV Straßensound Ding. Ihr sitzt jetzt bei TV Straßensound. Alles, was war, wie auch immer kommuniziert wurde, wie geredet wurde, war sowieso nicht von 1 zu 1. Du warst im Knast, Dawood war bei euch. Mhm. Ich habe mit dir telefoniert. Das. So, ja, also ja. Ich muss dazu sagen, das Ding mit Dawood, ne? Ich hatte mit ihm, glaube ich, ein Live, ne? Und er hat sich vom Knast aus, du musst denken, wir sind jetzt hier draußen, wir haben das schon einigermaßen geregelt, die ganzen Sachen, weißt du? Und er ist noch in Hubs. Für ihn, der hat das jetzt seine Wut rausgelassen, weißt du? Dabei, ich habe schon mit Dawood geredet und alles ist eigentlich cool gewesen, weißt du? Auch das Interview, was wir geführt haben. Wir waren eigentlich cool. Das kam jetzt vielleicht schon so rüber, als würden wir, was haben die Leute gesagt? Der fühlt sich unterdrückt oder. So, wir würden den irgendwie jetzt bedrohen oder keine Ahnung was. So. Ehe jetzt Dawood oder was? Ja, genau. Okay, so, ja. Weißt du? Und das war für mich so erschreckend zu sehen, weil ich dachte mir so, oh, wie? Weißt du, was ich meine? Wir waren cool, sogar als er gekommen ist, wir haben telefoniert, danach noch geschrieben und so. Ja. Alles war eigentlich cool, aber ich hab ihm eine Nachricht geschrieben und ich habe gefragt, ob irgendwas zwischen uns ist. Wenn ja, dann tut mir das leid, weil es gar nicht unser Stil ist oder unsere Absicht ist, jetzt jemanden, der eigentlich nichts damit zu tun hat, irgendwie da reinzuholen, weißt du? Und das kann der auch bestätigen, der Dawood, also der meinte auch, ey, ist alles cool, ist brisantes Thema gewesen, sensibles Thema gewesen. Ja, ja, ich glaube auch diese ganze Gesamtatmosphäre um das Thema rum. Ja, das war einfach nicht schön, weißt du? Leute, die ihre Meinung, links will jemand seine Meinung sagen, rechts das will jemand seine Meinung sagen. Das war auch nicht schön. Guck mal, genau. Wir waren bei Jalil zum Interview und wir haben
er hat gesprochen und wir haben nichts geschnitten. Ne? Also wir haben das so stehen lassen. Und bei Flair war das ähnlich. Ich verstehe natürlich deinen Punkt, dass du sagst, was lässt du so etwas stehen im Interview, mhm, nimm's raus. Ne? Mhm. Ich glaube, wir waren so ein bisschen der Meinung so, ey, Real Talk fair, sorry, bleiben. Ihn schneiden wir nicht. Und Daud hat das immer so schön gesagt, in Anführungszeichen, wir sind nicht die Anwälte von Rappern. Ne? Jeder muss selber gerade stehen. Ja, aber ich verstehe deine Ansicht. Guck mal, du hast eben schon selber gesagt, so, es gibt manche Sachen, so, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Ja, ja. Und das ist genau so ein Thema. Egal, ob du dann sagst, ich bin nicht der Anwalt der Rapper oder keine Ahnung was, Bruder. Ja. Wenn ich jetzt anfange, da über Rapper ihre Mütter zu beleidigen und keine Ahnung was, dann werde ich sagen, ey, so übertreib nicht. Genau. Ich werde dir diese Plattform nicht geben. Und da bin ich bei dir und das habe ich dir auch am Telefon im Knast gesagt. Ich fand das übertrieben. Ne? Ey, Jungs, das ist zu Spiegel TV gekommen, dieses ganze Interview. Ne? Das war viel too much. Für mich auch viel zu sehr. Aber auch schade, ne? Weil ich sag dir ganz ehrlich, wir sind alle im Hip-Hop-Game. Wir kennen alle Flair seit... Der macht ja schon lange Musik und so, ne? Und ich finde das schade, dass man, dass, wenn man sich beeft, okay, wegen anderen Sachen, aber nicht wegen Hautfarbe, wegen solche Themen, weißt du? Ja. Das ist halt das Traurige dran. Wie gesagt, Alter, ich hab's euch schon mal gesagt, die Sache ist auch noch so, ich habe euch sehr gern. Ich mag Sugar gern, ich mag dich gern. Ich habe dir vor 4 angeschrieben, ich habe gesagt, ey, feier ich übertrieben. Ich habe zu Daud auch damals gesagt, ey, Bruder, wir sind nicht nachtragend, überhaupt nicht. Und Frieden und Liebe, alles schön und gut. Grüße gehen raus an Daud. Absolut. Ja, ich soll euch auch lieb grüßen an der Stelle. Jetzt haben wir es auch mal vor der Kamera gemacht. Und dass das Ding durch ist, so jetzt sitzt ihr bei TV Straßensau und diese ganze Geschichte, die passiert ist, ist für mich einfach nur wichtig, dass man sagen kann, ja, man muss daraus lernen. Ja, und genau. Ne? Also Interviews sind schön und gut und Real Talk ist immer gut und man muss drüber sprechen. Aber vielleicht muss man auch manchmal sagen, ey, warte mal, stopp mal ganz kurz. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Was auch manchmal schwer einzuschätzen ist. Mega. Wir reden jetzt miteinander und ich sage vielleicht eine Sache, die hier am Tisch jetzt gerade für uns so einfach im Gespräch ist, aber draußen passiert jetzt was Großes aus diesem einen Satz. Es ist manchmal auch sehr schwer einzuschätzen, wie etwas in der Öffentlichkeit Dinge ist. Schaukeln sich hoch, ne, ohne dass du das wolltest, ohne dass du das beabsichtigt hattest. So, und ist passiert, wie es passiert ist. Dennoch sage ich, es gehören Dinge in die Öffentlichkeit und es gehören Dinge nicht in die Öffentlichkeit. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich hier jemanden hatte und über jemand Fremdes, den ich nicht kenne, so richtig herziehen lassen habe. Weil irgendwann begegne ich dem anderen. Mhm. Ne? Stell dir mal vor, ne? Das funktioniert nicht. Stell dir vor, du willst Musik machen. Ja. Du machst jetzt einen Song. Du willst mich drauf haben als Feature. Ja. Ich mache jetzt meinen Part und beleidige einfach eine ganze Nation. Mhm. So, aber auf ekelhaft. Zum Beispiel, weißt du? Oder ich diss einfach jetzt ganz andere Rapper, mit denen du eigentlich vielleicht cool bist. Mhm. Verstehst du, ich meine, das ist jetzt dein Song und du denkst dir so, okay. Da haben wir ein Problem. Soll ich den Song so raushauen? Naja, nee, klar, da haben wir ein Problem. Da müssen wir. Verstehst du, würdest du wahrscheinlich nicht machen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, ich meine, klar, das ist halt einfach schwierig. So, und deswegen meine ich ja, das war ein Interview von TV Straßensound und jetzt kriegt er so eine Plattform. Das haben ja Millionen von Menschen gesehen, dieses Ding jetzt, weißt du? Das ist auf jeden Fall viral gegangen, das muss man sagen, Wir sollten dieses Thema einfach hinter uns lassen. Ehrlich. Um es hinter uns lassen zu können, so die Abschlussfrage, so, habt ihr euren Frieden gefunden? Wurde sich nochmal getroffen? Wurde sich ausgesprochen? Ist alles cool? So, Bruder, ich dir schon eben gesagt habe, es wurde das geklärt, was geklärt werden musste. Von unserer Seite Gespräche wurden geführt. Es ist alles gut. Von meiner Seite, ich will jetzt nicht fürs ganze Team sprechen, aber wenn jemand das anders sieht, kann er ja sagen, von meiner Seite ist kein böses Blut. Ich weiß nur, mit wem ich zu tun haben möchte und mit wem ich nicht zu tun haben möchte. Hm. So, ich bin auch nicht abgefuckt auf irgendjemand. Das, was war, war. Und für mich die Sache einfach zu, weil das hält uns auf. Für mich ist das eine Sache, das hält uns auf. Wie lange willst du dich an einem Streit festhalten? Mein großer Bruder hat mir damals immer einen Spruch gesagt, damit gehe ich auch so durch mein Leben. Was willst du mehr, als dass jemand sich für einen Fehler bei dir entschuldigt? Was willst du jetzt noch mehr von der Person? Ja. Weißt du, er hat dich entschuldigt, wenn es eine Entschuldigung war, so, die du annehmen kannst, dann lass stehen. Ist alles gut, okay, lebe dein Leben, ich lebe mein Leben. Ich brauche nichts von dir, du brauchst nichts von mir, alles cool. So. Das hast du sehr schön gesagt, mein Bruder. Auch ein sehr schöner Spruch, so, ne? Und wie ist für dich? Alles cool? Ich kann mich nur anschließen. Ja? Ich kann mich nur anschließen. Und zu 100%. Mhm. Alles andere wäre Zeitverschwendung. Wir hatten noch vor ein paar Tagen so ein Gespräch über Beef, echten Beef, also jetzt da, wo wir herkommen, ne? Es gibt natürlich viele Leute, die Streit suchen oder es gibt ja immer so Leute, ne? Kennt man ja.
Und ich habe auch zu Sugar gesagt, guck mal zu, sei einfach positiv. Scheiß einfach drauf. Weil alles andere ist Vergangenheit. So, das waren wir früher so, weißt du? Ja. Natürlich lassen wir uns nichts gefallen am Ende des Tages, aber wir versuchen uns auf die Musik zu konzentrieren und unser Ding zu machen. Ja, was willst du auch mehr, ne? Das, man muss auch immer sagen, und das muss man wirklich mal sagen, dass wir, manchmal denke ich mir so, dass wir diese Probleme haben. Andere Leute würden sich diese Probleme wünschen. Mhm. Ne? Was wir hier machen so. Ah, geht, Bruder. Weißt du? Geht, ja, meinst Bruder. Du? Ich geht. Weiß nicht, Bruder. Manchmal denke ich mir, ach, sag schon. Dir, Bruder, ich habe Probleme manchmal in meinem Leben gehabt, Bruder. Die wünschst du keinem anderen? Wünsche ich keinem. Nee, ich meinte jetzt so dieses ganze Hip-Hop-Mip-Hop-Thematik, so. Weißt du, wie ich meine? Ja, es gibt andere Leute so. Kein Problem. Da gibt es Schlimmeres so. Ja. Und genau, zum Beispiel Dinge, die du erlebt hast, lassen wir es mal so stehen. Ja, aber das ist auch, da gibt es Leute, Bruder, die irgendwelchen Wüsten in den Knast und keine Ahnung, Vergewaltigungsopfer und dies, das. Bruder, wir haben wirklich hier keine Probleme, hast schon recht. Bruder, da leben in Berlin sind 5000 Jugendliche obdachlos auf der Straße. Ja. Was soll ich euch erzählen? Bruder, wir haben, das sind keine Probleme, was wir haben, das sind Luxusprobleme. Sind das. Eigentlich das jeden Tag schon. Aufstehen, einmal Danke sagen, weißt du, so, Alhamdulillah und dann in den Tag starten. Aber gut, ist leichter gesagt als getan. Ja. Straße, so, das war wieder euer altes Ich vielleicht so ein bisschen. Da seid ihr wahrscheinlich... Aber nicht nur das, du musst jetzt auch denken, so scheiß mal auf dieses Thema jetzt, ne? Mhm. Aber du musst jetzt denken, unser Umfeld ist auch, nicht alle machen Musik, weißt du? Ja, ja, klar. Deswegen jetzt, eben zum Thema Straße wollte ich auch nämlich auch so. So, das heißt, wenn ihn jetzt jemand angreift, da ist eine ganze Mannschaft da draußen, die sagen, wie du machst mit meinem Bruder. Verstehst du? Ja, ja, klar. Und das schaukelt sich hoch. Zudem sich zu der Sache ja auch ganz andere Leute eingeschaltet haben, wie... Martin, wie hieß er mit Nachnamen? Trompeter, glaube ich, ne? Aber so, da sind ja... So Leute, die haben ja mit Musik gar nichts zu tun. Ja, aber das, der ist schon sehr lange in unserem Umfeld und der ist auch mit unserer Schwester, kann man so sagen. Ja. Cousine, Schwester, verheiratet, ne? Oder wir sind richtig familiär. So, wir sind Familie, so, wir sind so, jetzt, wir reden auch nicht von irgendeiner Sache, von was so im Deutschrap präsent ist, diese Rücken und keine Ahnung was. Wir reden von, wir sind richtig familiär miteinander. Und das war vor der Musik so, das war vor der Rockerzeit so. Wir reden hier von jahrelange Freundschaft. Mhm. Beziehungsweise er ist für mich sowas wie ein großer Bruder auch, muss ich sagen, weil er ist auch älter als ich. Ja. Wir kennen uns schon lange, Bruder, weißt du? Und wir reden hier richtig mit eingeheiratet und keine Ahnung was. Das ist ein familiäres Ding gewesen. Und er das hat selber auch gespürt, ein schwarzes Kind. Er hat auch selber ein schwarzes Kind. Ja. So, wie das war, hat er auch gesagt. Ja, ne? Es gibt, guck mal, wir haben Leute in unserem Umfeld, wenn die Gas geben wollen, so mit ihrer Meinung sagen. Ich rede nicht davon, jetzt irgendjemand was antun oder so. Dann werden die das machen. Dann werden die kommen und der Person die Meinung sagen. Und sei es nicht öffentlich, sondern es wurde auch viel hinter den Kulissen gemacht, weißt du? Und wenn dann auf den Tisch gehauen wird und gesagt wird, das und das, meine Meinung, red nicht so über unsere Familien oder über unsere Ethnie oder keine Ahnung was. Dann passiert das. Manche Leuten kannst du auch als Bruder nicht sagen, ey, hör mal zu, Bruder, nimm dich mal zurück. Ja. Weil er hat sich auch angegriffen gefühlt. Davon gab es auch andere Leute. Und wir haben, glaube ich, schon die Sache sehr, sehr, sehr ruhig geklärt, wenn man so guckt. Und auch sehr viele Leute im Hintergrund beruhigt. Ich wurde auch sehr beruhigt, muss ich auch sagen. Das hat mich auch sehr beruhigt. Wir haben auch telefoniert, 2-3 Stunden. Du hast auch nochmal aus deiner Sicht und aus Dawud seiner Sicht mit mir geredet. Das kann ganz schnell schief gehen, weißt du? Ich habe das selber gemerkt, das erste Mal auch. Ne? Ich habe so Sachen jetzt nicht jeden Tag. Und ich habe gemerkt, auch als wir telefoniert haben, weißt du, was mir aufgefallen ist, Bruder? Ich habe zum ersten Mal deinen Schmerz gespürt. Ja. Also ich habe gefühlt einfach, wie angegriffen du bist am Telefon, 3 Stunden gesprochen. Ich habe das nicht gepeilt. Ne? Für mich war das einfach nur ein Spruch, der wehtut. Ich habe 3 Stunden telefoniert. Boah, wir haben lange telefoniert. Weißt du, an welchen Spruch ich mich sogar erinnern kann? Boah, 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens. Shit, das war Mann. Dieses, ich muss sogar am Fenster gucken, ob Beamten kommen. Ich wusste. Das war, ich kann mich sogar an einen Spruch von diesem Gespräch noch erinnern, Bruder, wo ich dir gesagt habe, um dir das nochmal anders zu erklären. Ich habe dir gesagt, guck mal, Bruder, wenn ich angestochen werde, ne, dann wirst du sagen, boah, das hat bestimmt wehgetan. Aber diesen Schmerz, den Stich von diesem Schmerz, wie das Messer rein und raus geht, ne? Ja. Den spüre nur ich, weil ich dieses Messer bekommen habe. Und so ist das auch mit diesem, wenn du anfängst, über unsere Hautfarbe so abwertend zu reden. Ah ja, klar. So, das wie das Messer, was du gerade spürst. Ja, klar. Du kannst sagen, boah, das ist voll asozial, so redet man nicht, ne? Das ist scheiße. Aber dieses Gefühl, was du wirklich hast, weil du bist schon seit deiner Kindheit geprägt, kommst nach Hause und sagst, ey Mama, was heißt Neger? Heute wurde ich Neger genannt. Die sagen, ey, red nicht so. Ne? Dieses Messer, das wir gespürt haben, das spürst du, das kannst du... Gott sei Dank, ich will niemand, weißt du, ich möchte niemand überhaupt diesen Schmerz geben, weil manchmal sind Worte einfach mehr als,
als alles andere. Du kannst immer mit dem Wort richtig kaputt machen. Das 100%. Das habe ich auch gespürt in dem Gespräch, ja, wie krass das wiegt, ne? Dass mal, das ja, so war. Wir sind aber, und das hat der auch gesagt, Bruder, und das stimmt auch, wir sind keine Opfertypen. Hm. Wir gehen nicht, wir hören das jetzt und wir akzeptieren und sagen, ja, ja, okay, aber das ist der und der hat das gesagt. Bei uns ist das jetzt dieses, guck mal, egal wie, aber die Sache muss geklärt werden. Natürlich wird es Leute geben, die sagen, ey, ihr habt alles nur durch Internet geklärt und bla bla bla. Hm. Aber was soll man den Leuten großartig erklären? Weißt du, ich brauche den Leuten nicht zu erklären, was hinter den Kulissen geregelt und geklärt wird und wie. Ich will auch gar nicht, dass die Leute sich dann ein Bild über Flair oder ein Bild über uns machen, weil am Ende des Tages war für uns auch an einem Zeitpunkt wichtig, die Sache soll geklärt werden. Und ich nehme sie ein bisschen näher. Die Sache soll geklärt werden. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt sollte man auch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit. Man hätte niemals damit in die Öffentlichkeit gesollt, gemusst. 100%. Aber es ist halt passiert. Mhm. Und dann gehst du auch in die Öffentlichkeit. Es gibt schönere Dinge, die, ja, man in der Öffentlichkeit klären kann, auf jeden Fall. Das und ist das. Wie ich halt sagte, ne, ich sage das nochmal, ich habe das auch anderen Leuten schon gesagt. Es gibt für mich einfach eine Grenze. Mhm. Ne, und es gibt so, gerade nach diesem Beispiel ist mir aufgefallen, was diese Überschreitung einer Grenze ausmachen kann. Mhm. Ne? Mhm. Mit Schmerzen, mit Dingen, die man sich geben muss. Bei dir war es auch noch so, du warst auch machtlos. Mhm. Du konntest dich nicht mal wehren, Alter. Du bist im Knast. So, ja, noch, ne, schlimmer, Bruder. Guck mal, der Knast, wo ich war, ich war ja die letzte Zeit im offenen Vollzug. Mhm. Bruder, frag mal das, wie der mich abhalten musste, dass ich nicht über... Das ist ein Zaun. Ja. Mein Plan war dieses, ich lass mich abholen, ich kletter über den Zaun, wir fahren nach Berlin. Oh shit, Alter. Ich war schon, du hast ihn beruhigt, ne? So, das war ja, dieses. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt in Berlin, hm, und. Boah, sollen wir das erzählen, Alter? Nein, ja, Mann, scheiß drauf. Aber auf jeden Fall war für mich dieser Zeitpunkt von, die Jungs kommen, ich habe auch schon alles geklärt, das war jetzt, die Jungs kommen mich abholen später, diese und diese Uhrzeit, dann fahren wir nach Berlin. Ja, ich musste auf jeden Fall ein paar Anrufe machen, da ich, ja, sage, guck mal, nein, Mann. Also er auf gar keinen Fall. Yeah. Weißt du? Er gefährdet noch sein Hubs-Ding. Und generell bin ich froh, dass es dazu so, also dass es so gekommen ist am Ende des Tages, weil alles andere wäre Blödsinn. Ja, 100%. Weißt du? Machen wir das Thema zu. Dankeschön. Frieden für alle. Ja. Frieden für alle. Frieden für diese Welt, alle. Es gibt genug Probleme. Und scheiß drauf. Ja. Kannst du damit leben? Bruder. Die haben es schon gesagt, Bruder. Sache ist schon. Ja, Bruder. Machen wir das Buch zu. Ja, genau. Lass jeder sein Ding machen. Und, Hörst du mich atmen durch diese Mikro? Ja, aber ich finde es. Boah, ich war mal in so einem Interview. Ich konnte mich nicht hören, Bruder. Ich finde es. Also, nee, oha, so jetzt nicht, Bruder. So Schmatzereien, Bruder. Aber wenn du. Ich mache hier ein, zwei Interviews die Woche. Mhm. Seit 2 Jahren oder so, 1,5 Jahren. Ich blende schon so viel aus. Mhm. Für mich ist Alltag, Alter, weißt du? Ja, aber mich stört das. Dann atme nicht. Gut, dass du keine Kopfhörer hast, weil mit Kopfhörer hast du alles nochmal intensiver. Oh shit, also ich halte. Weißt du, so, was ich meine? Nee, komm, red ruhig. Ach, Digga, wegen mir, red rein. Ey, Jungs, mal eine andere Sache. Ganz kurz, Free OTW. Auf jeden Fall. Ja, das muss mal gesagt werden. Mhm. Klärt mich auf, wie ist die Lage? Boah, die Lage ist immer noch komisch. Ich wollte den besuchen gehen vor ein paar Wochen. Sugar ist leider nicht reingekommen. Ja, ich bin nicht reingekommen. Wegen Corona? So. Ah, wegen Pasta. Ja, okay. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Oh, Bruder, aber nee, Bruder, lass nicht nochmal drauf. Kannst du nicht mehr? Nee, nicht heute, Bruder. Da hat schon keinen Bock mehr. Ja, aber kann ich verstehen. Aber kann ich auch verstehen, ja. Aber ich war da halt trotzdem so mit Familienangehörigen, mhm, und hab halt danach trotzdem, die haben mir trotzdem erzählt, so wie es ihm geht und so. Ihm geht es auf jeden Fall gut. Okay. Natürlich, er ist auch hungrig. Der hat Bock, Musik zu machen. So, wir halten natürlich auch die Flagge oben. Und ja, nur wann genau er jetzt rauskommt, das kann man noch nicht genau absehen. Gibt es gar keine Prognose, Pi mal Daumen, kann man irgendwas sagen? Also ich denke, so wie ich Hubs kenne und wie ich seine Zeit einschätze, der hat ja ein Brett bekommen, dass er wirklich ein Urteil bekommen, das auch eine harte Zahl, Bruder. Ich denke realistisch, dass er 2022, denke ich, in offenem Vollzug kommt. Der war, mhm, auf jeden Fall schon in dieser Vorbereitungsabteilung und so. Aber das ist gut, ist nicht mehr so lange. Ja, aber Bruder, Knast ist Knast. Erstmal, ja, es geht alles langsam und so, zweitens, ja, kannst du dir auch nie sicher passiert sein. Ja, ja, du kannst dir nicht sicher sein. Du weißt nie, was passiert, genau. Und klar, bei uns rasen die Tage nur so, ja, da drin hast du vorhin gesagt, ja, ne? Es die Zeit steht, Zeit aber steht, du hast auch, ja, darfst nicht vergessen, im Knast hast du immer Leute um dich rum, hm, die auch ab, das, du triffst viele Abgewichste, du hast viele Junkies, du hast viele aufmüpfige Leute, ja,
du hast alles im Knast. Das heißt, schwache du kannst Nerven, ja, schwache ja, Nerven. Jetzt oder auch einen schlechten Tag und dann, weißt Corona, du, so. Die Leute ja, haben eben. Keinen Sport, keine Ahnung ja. was, dann Sommer, ja, heiß, alles gerade, und Dings. Ja, Mann, scheiße. Bruder, im Knast kann jeden Tag irgendwas passieren und das kann auch immer gefährden, dass du entlassen wirst oder deine vorzeitige Entlassung oder offene Vollzug. Ach, das ist so, ne? Wenn du dich im Knast oder klopfst dann, zum Beispiel, dann hast du Kopfschmerzen. Bruder, wenn, ja. deswegen sage ich ja, bei mir, Herr H., diese Anzeige, die hätte alles verhindert. Und ich bin wirklich, bevor die mussten ja alles ermitteln und überprüfen, bevor die Anzeige wirklich dann durchgegangen ist oder zum Staatsanwalt geschickt wurde ich entlassen. Aber das war auch sowieso alles total Schwachsinn, weil ich habe da nichts gemacht, was ich nicht hätte machen dürfen. Ich war auf Privatgeländen gemietet und keine Ahnung was. Ja. Alles vorher schon. Das war gemacht. Willkürlich einfach. Ne, der wollte mir einfach wehtun. Ja, so willkürlich, so extra so. Ne? Der hat mir, weißt du, was sein Abschiedswort zu mir war? Hm. Wir sehen uns wieder. Hat hier. Er gesagt? Wir sehen uns wieder hier. Hier an diesem Tisch? Ja, laden wir nein. Da Alter. In diese Knast, wo ich Ey, scheiß drauf. Ja, 100%. Hakt das ab, Bruder. Na, das ist schwer. Ja. Das ist schwer. Dafür brauchst du noch ein paar der Monate. Der Typ klingt nach deinem Haftschaden, merke ich gerade. Bruder, ich sag dir. Ja? Weil du meinst, du hast keinen. Dein Haftschaden heißt Herr H., Bruder. Ja. Boah, nur großer Haftschaden, sag dir ehrlich. Ja. Doch, der Haftschaden. Na, du wirst es wissen, ne? Ich weiß es 100%. Du als auch der die ganze Crew managt, ne? Ich habe gesehen, auf dem auf eurem Instagram-Channel bist du als Artist gar nicht aufgeführt, ne? Bei den Bantus. Da ist, warum denn nicht? Alle, warum du nicht? Warum nicht? Also ich habe keinen Des gelesen oder ich hatte die Brille auf. Was ist da los? Wo? Bei Instagram? Ja, auf eurem offiziellen Channel. Also da standest du nicht als Artist aufgelistet. Bist du so großzügig? Weil du hast ja gesagt, du investierst und die anderen machen, ne? Nein, das war damals, also mit G-Mac noch. Das war von der Doku, hast du das? Mm. Ja, da war der noch nicht auf Musikfilm. Hab ich keine Musik gemacht, Bruder. Und, warte, wie haben wir uns kennengelernt? Wir? Ach stimmt, wir hatten so ein paar Filme und danach irgendwann wollte ich, ich musste meine Wohnung streichen und tapezieren und ich habe Leute gesucht. Also ich habe sie mal eine Lackiere gemacht. So die, die Leute sagen so praktisch. Ich habe gesagt, ich wollte keine Ahnung wie viel Geld geben, so, damit meine Wohnung gemacht wird. Ja. Und die Jungs so da in Bonn meinten so, ja, wir kennen da jemanden, der hat Ausbildung gemacht und so, der ist gut. Okay. Noch nie so, gearbeitet. So, auf einmal klingelt an meiner Tür so, ich mache die Tür auf, ich sehe Sugar. Uejo. Kamst du auch mit Malerklamotten? Und aber ihr kanntet euch davor schon? Wir kannten uns eigentlich nicht, aber wir hatten so eine kleine Auseinandersetzung wegen anderen Leute. Ah ja, okay. So, und der nächste Moment war halt... Jetzt ist der da. Jetzt sind wir am Streichen und du so. So richtig mit Sachen dabei schon so? Nein, Bruder, das war erstmal diese lass mal gucken und so. erst mal gucken. Nein, Bruder. Wir haben doch zusammen Sachen gut. Ich schwöre, ich habe einfach gemerkt, oder ich meinte so, hast du Ausbildung gemacht? Er meinte so, ja, ein Knast und so. Scheiße. Beste Antwort auch. Ey, und ich denk mir so, das ist voll unseriös, weißt du, was ich meine? Du wolltest richtige Profis haben. Ja, ey. Bruder. Ja, und ich dachte mir, okay, weißt du was, lass uns zusammen machen. Ja. Dann haben wir meine Wohnung gemacht, ich glaube so in einer Woche waren wir jeden Tag zusammen. Krass. Na, das schweißt zusammen. Haben wir tapeziert und keine Ahnung was. Ich gehe da hin, ich dachte schon einfach Geld. Du wusstest noch nicht auch bei wem. So, ich komme zu diese Idee. Falsche Tür geklingelt, Bruder. So, auf jeden Fall, wir waren jetzt eine Woche in dieser Wohnung und wir haben uns gut verstanden. Ja. Und da hat er auch gesagt, ich mache Musik und so, hat er ein paar Sachen gezeigt und ich dachte mir so, krass. Wann war das ungefähr, so mal für alle Leute? Vor 6 Jahren so. Vor 6 Jahren habt ihr euch kennengelernt? So? Ja, Mann. Ich glaube, es war Ende 2015, 2015 krass. Irgendwann, glaube ich, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich muss sagen, der hat mir zuerst gesagt, dass er Musik gemacht hat. Ne? Mhm. Die Gada. Na, Alter. So machst du, Alter. Ich lasse das damals noch Ami-Rap. damals noch Ami-Rap? Ja, Mann. Ja, Mann. Auf jeden Fall so. Guck mal, er wird schon. Aber wir sind von der Frage weggekommen. Ja, warum bist du nicht als Artist? Stimmt, ja. Ach so. Ja? Ich nehme an, du bist auf dem Sampler vertreten. Ja, bin ich. Ja, ja, dann musst du. Bist du jetzt Artist oder nicht? Was Mann. Geht da ab? Also, du musst irgendwann dich entscheiden. Wobei, es gibt ja auch beides, weißt du? Ich bin gerade unter Druck. Hör doch auf damit, Mann. ja, Bruder, also dieses Instagram-Ding wurde vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren gegründet. Guck, ich starte das schon. Wo was ihr macht, ja. Bruder, das ist Artist. Setz den unter Druck. Guck mal, ganz kurz, lass uns doch die Fans machen, die sollen in den Kommentaren. Sagen so, das als Artist, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Besser, Bruder.
Also Hashtag Artist oder Hashtag Manager. Genau. Ja? Und so, wie ihr wollt. Was, wenn beides? Kommt drauf an, wer, was von wem am meisten da ist. Wenn mehr Artist da ist, dann Artist. Wenn mehr Manager-Hashtags, dann Manager. Nein, ich meine zum Beispiel, ich würde jetzt antworten, Hashtag Artist, Hashtag Manager. Weil ich sehe, dass der seine Management-Arbeit gut macht. Mhm. Aber wenn die Leute wissen, was auf die zukommt, so seine nächsten Lieder, dann würde ich auch automatisch sagen, also der war schon immer Artist, aber für ihn war es irgendwann uninteressant, weil der so auf Englisch gerappt hat, ne? So, dann sind die Wege sowieso irgendwann anders gegangen und dann kamen wir alle mit Deutschrap. Für das war am Anfang dieses, ah, lass mal so. Weißt du? Aber da kam viel Druck von unserer Seite auch zwischendurch. Dieses Mach, Bruder, mach, weil wir wissen, was der kann. Aber jetzt gerade die letzten Sachen, also die jetzt rauskommen werden, die sind schon Bretter, gehen nach vorne. Bretter. Ja, okay, geil, ich freue mich. Aber mach gleich mal Stottern raus, ne? Oder schneid dich so raus, dass es wirkt, als würdest du singen. Guck schon, welche Minute das war. Mach Audio-Tune. Nein, Bruder, lass es so, wie es ist. Lass so, wie es ist. Ich alles gut. Ich mach ein Beat runter, fällt gar nicht auf, Bruder. Alles gut, lass aber, so, wie es ist. Guck mal, ja. Vielleicht hast du ja auch nur das gemacht, was gemacht werden musste, weil sonst niemand gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Ja, also wenn du gewartet hättest, bis der Manager käme, der euch supportet oder das macht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch gelernt beim Laufen. Ne? Ich bin kein Manager, ich habe das nicht studiert oder irgendwie so ein Scheiß, weißt du? Das war einfach so, die Jungs waren hungrig. Bruder ist auch kein Maler und hat dein scheiß Zimmer so, tapeziert. Hast du gut gemacht, Bruder? Nein, weißt du, ich meine? Bis heute noch, da fehlt einfach so. Ist einfach ein Lück. Scheiß drauf. Scheiß. Aber wir haben gemacht, weißt du? Ja. Am Ende sage ich, ich habe trotzdem drin gelebt, weißt du? Also in unserer Sache. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe mich nicht als Künstler gesehen, also nicht mehr als Künstler gesehen, als dass ich vor der Kamera sein muss und so. Mhm. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen, was das angeht und habe mich um das andere gekümmert. Weißt du? Weil da der Bedarf scheinbar da war. Ja, definitiv. Ja. Weißt du? Aber ich muss sagen, machst du gut, Bruder. Wirklich, ja, auch die Kommunikation mit uns. Ich habe selten so angenehme Interviewvereinbarungen gehabt. Dankeschön. Ey, wann kannst du da? Wie viel Uhr? So, wer kommt alles? Das, das, das. Wann seid ihr da? Um die Uhrzeit. Danke. Ah, da, ich muss noch den absagen. Cool, okay, danke. Wir kommen noch mit denen. Okay, alles da. Der Weg dahin war schwer. Bruder. Es gab Zeiten, Des hat fast Burnout bekommen. So, ja. Bruder, guck mal, das ist in meiner Welt, ne? Ist der Metall. Den kannst du nicht einfach brechen. Das ist meiner Welt, seitdem ich so jung bin, das ist stabil. Das kommst. Aber ist gut. So, aber jetzt, ja, das ist gut. Was willst du erzählen? Aber jetzt kam Managementzeit am Anfang, ne? Also, jetzt kommt die Porn. Der ist jetzt sauer am Telefon. Du sagst, Bruder, weißt du, wie viele E-Mails auf mein Handy habe? Bruder, ich kann nicht links, rechts, dies, das, ich bin nicht dein Manager. Ich bin nicht dein Manager. Sag doch, du bist mein Manager. Wer denn sonst? Du bist mein Manager. Bruder, ich sag dir. Und dann kam ein Tag, der war, der sagt mir einfach, Bruder, ich bin vor Burnout. Scheiße. Weißt du noch, du und dein Freund? Das will jetzt kein Mann sein. Ja. Der war jetzt einfach vor Burnout. Ich sag, Bruder, in deiner Welt, in meiner Welt gibt's kein Burnout. Nee. Wir müssen weitermachen. Welche Burnout, Bruder? Ja, aber wie gesagt, also Künstler bin ich im Herzen immer. Ja. Ne? Schon sehr lange. Aber wie gesagt, die Jungs waren zu krass. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt dieses, ey, warum soll ich mich dazwischen quetschen oder so? Ey, ich mache in meinem Hintergrund meine Sachen. Ja. Und wir haben uns alle gegenseitig unterstützt. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt nur gemacht habe und weißt du, ich meine, wir haben uns alle gegenseitig die Bälle zugeworfen. Davon lebt ihr als Crew ja auch so ein bisschen, ne? Definitiv. Das spürt man auch in der Öffentlichkeit. Es wirkt jetzt nicht so, dass du der Chef bist, er ist ein Artist, weißt du, ich meine, so. Das wirkt wie eine große Familie, sagt ihr auch, ne? Bantu ist Familie für euch. Natürlich, ja. Also ich kann von Nu lernen, ich kann von Sugar lernen. Wir haben auch Deep Talks und so, weißt du? Ja, Mann, du hast schon viel von mir gelernt. Es war sehr, sehr wichtig. Weißt du, was ich meine? Es war ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt auch, muss ich sagen. Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, uns hätte auch nicht jeder in diese Konstellation so geschafft. Weißt du, was ich meine? Uns so zu vereinen, erstens. Ja, und dann, halten. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Das hätte nicht jeder geschafft. Das ist, glaube ich, das so. Das hätte nur das geschafft. In Zeiten, wo sich jeder verbiegt und wo, weißt du, wo, wenn harte Zeiten kommen und die Leute nicht standhalten können, ist halt so ein Eisen im Rücken manchmal nicht verkehrt. So, ne? Das ja, aber halt wie gesagt, ich will mich jetzt nicht dahinstellen als nur ich, weißt du? Die Jungs haben mich auch gestützt. Ich hätte das ohne die Jungs auch nicht so machen können, weißt du, weil wir uns alle gegenseitig unterstützt haben, weißt du? Wäre ich jetzt wirklich nur alleine und wir haben noch einen Partner hier, Julien aus Berlin,
Der auch, Mann der auch, Männer. Auch sehr stabil. Julien, weißt du? Es klingt französisch. Julien. Genau, der ist Afrikaner, aber er hat einen französischen Namen. Ist das französischer Name? Klingt so, ne? So, weißt du, wir haben uns alle sehr gegenseitig den Rücken gestärkt. Aber ich rede jetzt zu Anfangszeiten. Ich hatte ja auch keine Ahnung. Ich wusste, wie man Musik macht, ne? Aber so das ganze Management-Ding, diese Papiere, E-Mails und oder wohin? Ich hatte manchmal Bankkonto, Bruder. Bis vor kurzem. Verstehst du, wie ich meine? Zusammen Steuerdings, weißt du noch? Ah, wir waren Finanzamt, ich habe ihn da getroffen, wir mussten unsere Sachen anmelden. So, zufällig haben wir uns getroffen. So, und die Frau guckt, ich muss mich anmelden und die Frau guckt so auf Computer, guckt mich an und sagt, bei Ihnen steht inkonsistent. So, okay. So, ich habe manchmal gecheckt, was das heißt oder was sie von mir wollte. Und ja, ich konnte mich irgendwie nicht anmelden erstmal, weil ich hatte... Du warst wie ein Geist in Deutschland. So, ich habe nie eine Wohnung auf mich genommen, ich hatte nie ein Bankkonto, ich hatte meine Autos und dies und das waren nicht auf meinen Namen. So, ich war wirklich wie ein Geist, so jahrelang. Haftschaden von England. So jetzt auch... So, keine Abdrücke hinterlassen. So, wenn Haftbefehle waren und dies und das, mein Anwalt hat mich angerufen. Bloß keine Spuren hinterlassen, das, so mäßig. Weißt du? Aber ich hatte jetzt keinen Briefkasten, wo ich reingehe und sage, oh shit, Brief. Und das bestimmt 10 Jahre lang oder so, weißt du? Krass. Man guckt mich an, das wird beeindruckt. Nein, ich habe über was anderes nachgedacht. Das ist schon ein Flash aber auch, ne? Nee, wo wir beim Steuerberater gesessen haben, das sollten wir nicht laut aussprechen. Was war da, Bruder? Nein, Bruder, das ist nichts für hier. Bruder, der Typ ist wie ein Geist, sag ich euch. Was wirklich, war da? Du hast wirklich wie ein Geist gedippt, Bruder, lass uns das Thema. Aber ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, auf dieses Thema. Ich überlege gerade selber, ich habe gerade ehrlich auf den Faden verloren. Ah, genau, Management. Gut, dass du sagst, mein Bruder. Gut, dass du sagst. Ja, aber wie gesagt, ich bin nicht das Eisen. Ohne die Jungs hätte ich das auch nicht machen können. Und das war einfach die richtige Konstellation und der richtige Moment, denke ich mal. Vielleicht bist du das Eisen und die Jungs die Munition, Alter. Nein, Mann, ich will nicht verschossen werden. Bruder, irgendwann geht diese Munition leer. Ja, so. Das war gut, Alter. Ja. Auf jeden Fall. Jungs, ich glaube, wir reden fast schon 1,5 Stunden und haben noch nicht einmal richtig über Musik gesprochen. Mhm. Ja? Aber auch einfach, weil ja einfach sehr viele Sachen passiert sind. Und erste Mal. Ne? Erstmal so ein bisschen klären, was überhaupt abging. Dieses ganze Thema um dich herum, Brudi, mit kommst du nochmal? Safe. Aber gerne. Nur ganz kurz für so 2-3 Sätze. Boah, du bist hier so. Das ist ein langes Thema, Bruder. Das ist nicht so, das ist kein Thema, was man in 2-3 Sätzen erklärt. Nee, ich will dich nicht zwingen. Ist alles noch im Prozess. Ja, ja, weißt du, im Prozess, Bruder. Wir haben ja im Interview vor 2 Jahren schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Genau. Dann bei Lolito haben wir auch noch ein bisschen darüber gesprochen, über dich. Und guck mal, was ich sagen kann. Weil, Bruder, du fragst schon so sehr höflich. Was ich sagen kann, ist, es ist ein Prozess. Mhm. Und aber der Prozess ist jetzt so weit, dass ich mich wirklich jetzt da registrieren lasse. Weißt du? In Angola registrieren lasse, um erstmal ein angolanischer Staatsbürger zu werden, damit ich danach ein deutscher Staatsbürger werden kann. Laber doch nicht. So. Das ist der Weg? Das ist gerade der Weg, Bruder. Boah, ich muss ein Interview abbrechen, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Aber es ist krass, ne? So ein Weg. Ja, das regt mich auf. Das Schlimme ist, was ein, du bist auch noch was ein Blenderfilm. Ja, ja, das Schlimme ist, was ein sinnloser Film. Bruder, das richtig mit Sinn. Der Sinn dahinter ist, Bruder, wenn Sugar sich in Angola registriert, ne, ist es auf jeden Fall leichter für die deutschen Behörden zu sagen, hau rein mit dir. Aber er ist doch von hier, Bruder. Nicht nur von hier, er ist auch sauber erarbeitet. Ja, er ist doch von hier. Bruder, Angola, wo ist Angola, wo ist Deutschland, ja, Bruder? Weißt du, ich meine? Wo, du bist doch von hier. Also Bruder, ich sag doch, dieses Thema, Bruder. Ich schwöre, Bruder. Es geht wieder in diese Richtung, Bruder. Lass Sollst du da hingehen und dann deutschen Einbürgerungstest machen, oder was? Nee, Bruder, das mit Einbürgerungstest, so weit sind wir noch nicht, Bruder. Wir müssen uns erstmal registrieren dort, weißt du? Komm nochmal zu mir, wir quatschen nochmal. Ja, wir werden das in Ruhe machen. Ja, machen wir nochmal in Ruhe. Wir werden das in Ruhe machen. Ah, du bist ja Dings, Sozialarbeiter. Ja, ja, logisch. Alter. Aber ja, der hat Bruder, Interview das ist gemeint gerade. Ja. Oder du hast für Interview gemeint, wenn das alles so weiter... Nee, jetzt meinte ich, komm, wir quatschen nochmal so. Scheiß auf Interview. Okay. Ja, ja, gerne, Bruder. Aber wie gesagt, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr kompliziert. Warum lachst du? Und wieso, dachtest du jetzt wegen Interview? Ach so, ja. Nee, Interview. Ach, Bruder, Interview können wir auch machen, aber auch so. Das Ding ist, Bruder... Ehrlich, ich weiß das zu schätzen, aber glaub mir, Bruder, ich habe so viele Leute in Bewegung gesetzt, Bruder, selbst der Bürgermeister von Bonn hat sich eingesetzt, weißt du, was ich meine? Wo die Sache sehr heiß wurde. Krass.
es ist sehr, sehr, das Problem, sobald die Sache einmal bei Gericht ist, dann ist egal, wer sich einmischt. Dann ist es eine Sache von Kläger und... Genau, du kannst aber klagen und du kannst da schon was in Bewegung bringen. Man kann dagegen sein und so, genau, Bruder. Genau. Und das habe ich jetzt alles gemacht. Aber jetzt ist schon was das Gericht jetzt verlangt. Ja. Das ist jetzt eine Registrierung. Verstehst du, was ich meine? Ansonsten hauen wir den in eine Ausbildung rein, Alter. Und dann Abschiebestopp wegen Ausbildung. So was gibt's nicht. Keine Chance. Der muss sich registrieren. Bruder, das ist das deutsche System. Du musst dich registrieren. Das ist ja wie, wenn du in Deutschland bist und keine Geburtsurkunde hast. Ja, du hast Passpflicht. Ja, die müssen... Ja, Bruder, dann kriegt der eine Duldung. Nein, du musst ja starten bei A. Irgendwo muss das A starten, weißt du? Und auf gut Deutsch gesagt, bei Sugar fehlt das A. Das ist nicht in Angola und nicht in Deutschland. Das heißt, Deutschland sagt, ihr seid damals nach Deutschland gekommen. Wo sind die Wurzeln von deinen Eltern? So, Pass, Mass, genau dies, so. Das. Und dann muss man irgendwo sagen, sowas wie eine Geburtsurkunde von Angola. Das ist das, was ich gerade habe für alle. Ich weiß nicht, ob das scharf ist. Oder ist mit Wohnort drauf? Nein. Hast du nichts gezeigt. Aussetzung der Abschiebung, eine Duldung, ja genau. Ja. Kein Aufenthaltstitel. So. Behalte es, wenn du deinen deutschen Pass kriegst, kannst du damit einen Blunt drehen oder was auch immer du damit rauchen willst. Das ist schwierig. Boah, ich rauche das für dich in CBD. Ja, genau. Ja, Bruder, das CBD. Ist gerade das, was ich habe, weißt du, was ich meine? So. Und am Ende des Tages, Bruder, das hier, ich sag dir ehrlich, das ist. Bruder, ich habe sogar zum Glück habe ich jetzt geschafft, einen Führerschein zu machen, weil mit Führerschein kann ich noch mehr anfangen als damit. Schlag ein, Bruder, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, Führerschein machen ist auch Hölle. Das muss ich machen, Bruder. Ich sonst muss kurz was dazu sagen. Was denn? Fahre. Bruder, fang dich an. Ich muss. Fang dich dieses Thema. Sag mal. Guck mal, für ich sage allen Leuten, die das hier hören und sehen, setzt euch nicht mit Sugar MMFK in ein Auto. Bruder, wenn ich fahre, ne, Bruder, du fühlst dich sicher. Nein. Du fühlst dich normal. Lass machen. Bruder. Normal. Lass machen. Das ist geisterfahrermäßig. Oha, Bruder. Bruder, wohin mit dir, Bruder? Gute Idee, Bruder. Sag mal. Interview im Auto. Ja, mal, wir müssen, kennst du diese Quiz-Taxi von damals? Mach ich direkt mit dir, Bruder. Ja. Aber da kannst du ja nicht fahren. Der soll auch nicht fahren. Der soll besser, der soll sich konzentrieren. Oder willst du fahren? Wir beide Hände am Lenker. Ich fahre sogar. Ich fahre. Auf, okay, machen wir. Ich fahre, Bruder. Guck mal, ich sag dir gerade eine gute Konzeptidee, ne? Du holst jetzt Rapper in dein Dings, in dein Auto, die sag fahren. Sag doch nicht in der Öffentlichkeit, Bruder. Sag mir hinter der Kamera. Bruder, du machst. Mach oder mach nicht, ja? Genau. Und jetzt, du interviewst sie, aber die sind jetzt am Fahren. Weißt du, was ich meine? Ich hab das, glaube ich, schon gesehen. So, du machst jetzt wie die Rapper sind am Fahren. Leute haben keinen Führerschein, Bruder. Ja, Bruder, du fährst ich hab das gesehen. Ich glaube, Shirin David hat so ein Interview. Bruder, das muss alles jetzt rausgeschnitten werden, letzte zwei Minuten. Bruder, das ist doch nur ein Ding. Bruder, das bringt mich Habs. Das muss rausgeschnitten werden, letzte zwei Minuten. Die mit der... Der zinkt vor Kamera. Wer fährt dir denn ohne Führerschein? Also wir doch nicht, Alter. Wir sind die Musterbürger. Ja, Bruder, aber viele haben keinen Lappen, der hat recht. Aber das ist eine gute Idee, Bruder, sowas zu machen. Ja. Ich sag dir, diese Quiz-Taxi habe ich sehr oft geguckt, Mann. Echt, ja? Ja, sehr oft. Unterhaltsam. Weißt du, was auch eine sehr gute Idee ist? Der Sampler, der ja hoffentlich bald kommt. Im November. Im November? Im November. Ehrlich gesagt bin ich auf den Bestelllink gegangen. Vielleicht habe ich auch irgendeine Scheiße gebaut und konnte nicht nachvollziehen. Ja, weil wir schieben mussten. Ja. Da gab es ein paar Hin und Hers. Ja. Weil wir auch an mehreren verschiedenen Projekten gerade dran sind, um ehrlich zu sein. Aber der Sampler ist ready. Bist auch fast fertig gemischt gemastert. Ist jetzt die Tage fertig und vollzählig alle Tracks durch, alles. Ja, okay. Sollte am 12.11. rauskommen. 12.11. Okay, ja, habt ihr euch einen starken Monat ausgesucht, auf jeden Fall. Warum? Naja, düstere Tage. So ein Sampler erwarte ich, dass es auch so ein bisschen die Stimmung mitnimmt. Mhm. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, auch eure ganzen Einflüsse der letzten Jahre darauf zu hören. Ein Sampler steht ja auch für etwas, nämlich für euch und das ganze Ding, was ihr auf die Beine gestellt habt. Deswegen ist es immer schön, so ein bisschen. Der Warum lachst du, Bruder? Du weißt nicht, was da passiert, Bruder. Sag's uns. Nee, das wird krass. Ja. Wir haben mit Dings gehört, mit Tierstar. Ich glaube, jeder Song hat den richtig geflasht. Aber das ist auch, ich muss sagen, weil man auch hört, dass wir uns auch musikalisch weiterentwickelt haben. Weißt du, was ich meine? Ich sag dir ganz ehrlich. Das heißt, ich glaube... Das Ding ist so, man weiß noch nicht, was auf einen zukommt. Du weißt, was ich meine? Es wird natürlich Straße sein, ist immer, Bruder, aber es wird halt einfach ein reiferer Sound sein, so, weißt du? Nicht mal von der Thematik her, einfach, es klingt einfach reifer. Was ist so der gemeinsame Nenner auf dem Album von euch? Ich denke, auf dem Album Straße. Ja. Wie meinst du das, der gemeinsame?
Naja, in der Thematik, von der Thematik her. Sound, sowie thematisch, sowie aber auch vom Feeling her. So. Gab es irgendwas, wo ihr euch widersprochen habt oder wo es Streit gab, weil der wollte singen, du hast gesagt, nee, lass mal, der wollte das. Sound das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Ne? Da macht wirklich jeder so sein eigenes Ding. Ja. Wie auch immer, ich glaube, dass wir immer unser eigenes Ding gemacht haben, so jeder musikalisch. Es hört sich auch keiner an wie der andere. Aber was halt denke ich, auch sehr in unsere Musik einen großen Einfluss hat, ist halt wirklich unsere Vergangenheit, ne? Es ist halt viel Straße um uns rum gewesen und immer noch, Bruder. Also ich kann nicht sagen, dass ich von der Straße weg bin. Das wäre eine Lüge. Ich habe noch ein riesen Umfeld, was auf der Straße ist. Ich rede jetzt aber nicht von am Gummiplatz noch rumhängen und Fußball kicken und Eistee für 45 Cent und Waffeln. Das war jetzt, da ist man 15, 16, so diese Zeit, sondern man ist auch da mit der Straße gewachsen, ne? Man möchte auch der Straße nicht mehr Filme von Knast und keiner, man will auch auf der Straße was machen. Ja. Ich glaube, dass unsere Einflüsse auch sehr viel Straße noch beinhalten. Aber auch nicht nur. Wir haben auch nicht nur Straßensachen. Das, also es ist eine sehr gute Mischung. Mhm. Also was ich einfach geil finde, ist einfach diese musikalische Entwicklung, weißt du? Weil Bruder, wie lange haben wir jetzt schon Straßenrap gemacht, repräsentiert, Bruder, als Mannschaft, als Einzelkünstler? Auch schon unser erstes Projekt, ich muss sagen, das war richtig eine Faust in die Fresse, Bruder. Das war wirklich eine Faust, alles Künstler, weißt du, ich meine, da ist auch OTW drauf, Freeborn to Nation Album, kann man immer noch hören. Ja. Und, aber das ist so ein Ding, Bruder, ich glaube, das wird auch viele andere Leute ansprechen, die halt nicht unbedingt nur Straßenrap feiern, sondern einfach diese Musikalität dahinter feiern, weißt du, was ich meine? Und das ist das, wo ich sage, Bruder, damit kann man rausgehen. Ich freue mich sehr. Sag bitte nochmal, genau wann? 12.11. 12.11. Genau. Ist gar nicht mehr so lange hin. 12.11. Also. Ein Monat. Meine lieben Freunde, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht für eure Liebsten so, der Sampler von Bantu Nation. Ich finde, das ist ein stabiles Geschenk. Ne? Warum nicht? Stabil. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gab, was ich vergessen habe. Nee, ich habe alles, was ich auf dem Herzen hatte, habe ich durch. Und ihr seht, ich habe ja ein schwarzes Buch. Ihr habt vorhin schon gefragt, was das ist. Das ist mein Gästebuch, Jungs. Die Leute, die hier reinkommen in diese Show, in meinen schönen Podcast. Lass mal die Jungs mal, ich habe ja schon mal eingetragen, ne? Du hast schon mal eingetragen? Ja, ihr tragt später nochmal allein. Die Leute, die reinkommen, schreiben was rein. Ende der Show trage ich das den nächsten vor. Und der letzte, der hier war tatsächlich der Ali. Ali Boumaier. Kennt ihr? Habt ihr euch getroffen? Wie ist die Connection? Also persönlich nicht, aber natürlich kennt man Ali, ne? Ja. Okay. Und der lässt fragen, er sagt jetzt, wie findest du, aber ich übertrage es mal auf euch, wie findet ihr Ali Therapiert? Falls ihr das kennt. Ja, sein Format, genau. Wo er mit Leuten, Rappern am Sprechen. Genau. Also ich finde sowieso Ali, also wenn ich sagen kann, ja. Ne, so von meiner Sicht, ich finde eh. Du musst dahin nachher, ja? Bei dieser Ali Therapie. Bruder, ich finde Ali ist ein geiler Typ, so. Das finde ich aber ja, auch, safe. Alter. Auf jeden Fall, lass das mal organisieren. So. Wenn du Bock hast, ja, also kann man mal fragen. Ja. Ich finde den sehr sympathisch. Mhm. Ne? Der hat einfach so eine lockere Art an sich. Mhm. Ne? Und ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sendungen angeguckt. Mhm. Sagt man Sendungen? Sendungen, Folgen. Ein paar Folgen angeguckt. Mhm. Und der macht das gut, weil da ist Ernsthaftigkeit mit drin, da ist ein bisschen lustig mit drin, da ist einfach so eine Unterhaltung, wie zwei Leute sich im wirklichen Leben unterhalten würden, weißt du? Ja, Mann. Feier ich. Der ist auch ein stabiler Charakter, so. Also auch so eine Erscheinung, weißt du? Voll der korrekte so. Typ, echt, ja. Als Erscheinung ist das auch jemand, der so für sich steht. Ja. Ich glaube, dass das sowieso generell ein cooler Typ ist. Mhm. Und ich feiere auf jeden Fall die Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ja. Sugar, du? Doch, definitiv. Also ich habe, glaube ich, mit Enemy gesehen. Also da sind schon viele Folgen, die ich gesehen habe. Was ich halt besonders finde an diesem Format ist einfach, dass er wirklich auch die Leute aus der Reserve lockt. Weißt du? Dass man das Gefühl hat, so. Genau, ja, weißt du? Dass man das Gefühl hat, man redet wirklich mit einem so, den man kennt, wo man sich nicht so versteckt oder fürs Image so diesen Film fährt, sondern... Ja, guck mal, er war ja neulich hier, heute oder morgen müsste unser Interview rauskommen. Haben wir auch darüber gesprochen. Sein großer Vorteil ist, ihm kann es scheißegal sein, ob die Leute ihn mögen oder nicht. Warum? Verstehst du? Naja, weil ich bin abhängig von euch oder wir sind abhängig von den Künstlern. So. Wenn ich jetzt unsympathisch bin oder der Vibe nicht stimmt oder so, ist es ein leichtes zu sagen, ey, hör mal, lass das mal nicht rauskommen, bitte. So, Punkt aus Ende, weißt du, ich meine? Klar, kann man dann streiten, diskutieren, bla bla.
aber wir sind eine Hip-Hop-Plattform, ne? Wir müssen so eine gewisse Neutralität haben und bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Bei Ali Therapeut, er sitzt auf der Couch, er lädt sich Leute ein, die auch wissen, worauf sie sich einlassen, mhm, und dann gib ihm, ne? Und der kann halt auch mal jemanden anschreien, ohne sich zu denken müssen, boah, darf ich das machen? Nicht, dass die sagen, nimm das mal runter, mhm, oder das kommt erst gar nicht raus. In diesem Sinne, liebe Grüße auf jeden Fall nochmal an Ali. Ja, Mann. Du solltest auf jeden Fall mal in seine Show, fände ich sehr interessant. Safe. So wie ihr eigentlich alle, ne, als sehr interessante Persönlichkeiten. Die Couch sehr groß genug. Da ist genug Platz, Bruder. Ja, und ich bin fertig. Wenn ihr noch eure letzten Worte, wie immer bei TV Straßensound, in eure Kameras richten wollt, gerne auch in die Mitte, dürft ihr das. Und wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Welche Mitte, die? Ja, such dir eine aus. Nimm die. Ihr habt gehört. Das ist auch an? Ja. Am 12.11. kommt das Album raus. Born to Nation Sampler, abchecken. Und ja, man, war auf jeden Fall eine Ehre. Du weißt immer wieder gerne. Dankeschön, auf jeden Fall. Wobei ich auch natürlich gerne mal Davut kennenlernen würde. Weißt du? Dass man auch sehr korrekter Typ. Ja, auf jeden Fall. Sagt dir, wie es ist. Ja, habt ihr euch noch gar nicht getroffen? Nee, ich habe ihn noch nicht getroffen. Ja. Aber wir haben mal ein paar Mal geschrieben schon. Auch das war ja auch schon da. Ich soll euch ja grüßen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und Davut ist auf jeden Fall auch ein absoluter Mensch, der das Herz am rechten Fleck trägt. Okay. Definitiv. Auf jeden Fall 100%. Meine letzten Worte. Grüße an Davut. Du weißt, alles cool. Liebe ist da. Ja, Mann, das war's von mir. Geil. Auf jeden Fall von mir ganz liebe Grüße gehen raus an meinen Bruder OTW, Free OTW, liebes da. Und an alle Leute, die das hier gucken, vor allem die Leute, die jünger sind als wir. Auch wenn wir das manchmal so schön reden und das hat eine gewisse so Leichtigkeit über diese ganzen Sachen, wie Knast und wie keine Ahnung was. So der beste Weg, den man machen kann für sich selber, ist einfach, sich ein Ziel zu suchen und dieses Ziel zu verfolgen. Und das sollte nicht kriminell sein und sollte auch eine Straße sein. Also auf jeden Fall, liebe Grüße geht raus. Auch an Davut, natürlich. Alles gut. Guck mal, ich will auf gar keinen Fall das Schlusswort haben. Nee. Nach das hier. Deswegen viele Grüße. Ich schließe mich nur an. Baut keine Scheiße, Jungs oder Mädels. Macht euer Ding. Bleibt sauber. Da kann ich mich auch wirklich nur anschließen, ja. Free OTW, Bantu Nation, der Sampler. Abchecken, meine lieben Freunde. Das ist TV Straßensound. Mein Name ist Burak. Von uns gibt es ein dickes Peace. Ich würde sagen, wir sind raus. Ciao. Stabil.